Willkommen zur Grille Late Night Show, direkt aus dem Homeoffice in Dietzenbach. Und hier ist Ihr Gastgeber. Hallo Internet da draußen. Es ist Dienstagabend und hier ist eine neue Folge von Grilles Late Night Show. Also Grille, das bin ich, und die Late Night Show, das ist all das hier drumherum. Und wir haben auch heute wieder einen Gast, der später in die Sendung dazustoßen wird, nämlich den jungen, quirligen und erfolgreichen, gut aussehenden, bezaubernden Seyed Key. Ja, freut euch drauf, wird lustig, weil Seyed ist lustig. Wie immer habe ich ihn hier schon im Ohr. Der wird mich ein bisschen unterstützen, wenn mir wieder die Wörter fehlen, weil ich so aufgeregt bin, ja, und dann mich verhaspel und die Hälfte irgendwie mein Hirn nicht mehr hervorbringt. Aber ich denke mal, guter Assistent im Hintergrund. Ja, ihr Lieben, jetzt kommen wir am Anfang wieder ein bisschen zu den ernsten Themen, die wir ein bisschen aufrollen wollen. Und dann später arbeiten wir uns vor zu den ganzen lustigen Sachen. Und die allerlustigste Sache, die kommt dann mit unserem Gast. Jo. Also, wie ist denn die Lage? Wie geht's euch denn da draußen? Ich muss euch sagen, ich freue mich ja, dass das mit diesen Geschäften so langsam wieder in Gang kommt und dass ich auch irgendwann wieder hier diese Matte vom Kopf runter bekomme. Aber ich befürchte, dass so viele Leute da draußen das vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben, was da jetzt Sache ist. Deswegen, Leute, ja, ihr könnt wieder einkaufen gehen, aber hey, nicht alle auf einmal. Ich habe das nämlich auch bei mir hier gesehen, um die Ecke. Naja, so manch einer denkt halt, es ist wieder alles normal. Nee, ist es nicht. Deswegen ein bisschen gechillt und so. Und dann könnt ihr auch bald wieder zum Friseur gehen und hier eure Matte schneiden lassen. Wir wissen ja jetzt auch, das betrifft uns alle, die wir ja gerne feiern gehen, und auch hier so Künstler wie den Key oder mich als DJs, dass wir ja wahrscheinlich erst wieder irgendwann im Spätherbst eventuell wieder loslegen können. Zumindest sind ja die Festivals jetzt erstmal bis 31.08. abgesagt und dürfen nicht stattfinden, also beziehungsweise Großveranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Da fallen ja die ganzen Festivals rein, wir haben das alle mitbekommen. Alle haben dann nochmal ein Statement abgegeben, dass das also jetzt alles auf ein Jahr verschoben wird. Love Family Park, Ruhe in Love und wie sie alle heißen. Ja, wir müssen uns damit abfinden. Der Festivalsommer ist gelaufen. Aber wer den Festivalsommer vermisst, der kann sich ja auf eine Wiese setzen mit so einer Musikbox und wartet einfach, bis da Polizei vorbeikommt. Kostet 150 €. Festivalpreis. Also Problem gelöst. Ja, was mich so ein bisschen verwundert ist, und da kommen wir auf mein Lieblingsthema gleich wieder, nämlich bisher wurde ja Klopapier gehamstert, aber eigentlich müssten die Leute Aluhüte hamstern. Ja, fangen wir nämlich gleich mal mit meinem Lieblingsthema an. Wir kommen ein bisschen auf das Thema mit den Verschwörungstheorien und dem ganzen Geschwurbel, was hier momentan passiert. Und es gibt einen neuen Antichrist. Und zwar Bill fucking Gates. Bill fucking Gates ist der neue Antichrist. Zumindest bei vielen Leuten, die so ein bisschen verschwurbelt sind im Kopf und so ein bisschen alles teilen und glauben, was im Internet über Bill Gates geschrieben wird. Und das ist momentan, boah, ist das eine Krütze. Es ist echt schlimm. Also, da gibt es unter anderem Zitate, die werden aus dem Zusammenhang gerissen und werden dann dafür benutzt, um eine völlig falsche Aussage hinzustellen. Zum Beispiel, dass Bill Gates die Überbevölkerung mit Impfen praktisch in den Griff kriegen will. Also praktisch, weil man impft und dann sterben so viele Leute. Und völlig absurde Theorien. Genauso auch die Theorie, dass oder fangen wir mal anders an. Bill Gates und seine Frau haben ja eine Foundation, also eine Stiftung. Und die setzen sich seit Jahren, seitdem Bill Gates aufgehört hat, für Microsoft zu arbeiten, was er ja mal ursprünglich mal gegründet hat und vorangebracht hat. Und irgendwann ist er ja ausgestiegen und kümmert sich jetzt um andere Sachen. Und seitdem hat er ja diese Foundation und er kümmert sich da viel um diese Sachen, um Impfen, also um die Entwicklung von Impfstoffen und dass das in der dritten Welt, dass man da den Leuten hilft und so weiter und so fort. Und klar läuft dann auch da nicht alles immer so 100%. Er ist zwar in dieser Stiftung, aber er arbeitet ja mit vielen anderen Firmen zusammen. Und natürlich gibt es dann auch manchmal Vorkommnisse, wo irgendwas nicht so sauber läuft. Und das haben jetzt viele Leute genommen, das ist schon teilweise Jahre alt, und haben das so verdreht in ihren Verschwörungstheorien, dass sie aus ihm also einen ganz bösen Menschen machen, der einfach ganz böse Ziele verfolgt. Ich werde euch gleich in die Kommentare und dann auch später hier in die Videobeschreibung ein paar Links reinsetzen, wo auf diese ganzen Sachen eingegangen wird und wo der Ursprung geprüft wird und was wirklich Sache ist. Und ich bitte euch, teilt nicht weiter so ein Müll. Ja, das sehe ich nämlich momentan ständig bei mir in der Timeline, gerade hier auf Facebook. Also hier wird auch gesagt, er hat den Coronavirus kreiert, um uns alle zu chippen. Also dass man dann bei der Impfung praktisch einen Chip eingesetzt bekommt. Leute, bitte, wenn ihr schon sowas teilt, dann bitte, dann guckt doch wenigstens, woher kommt denn das? Prüft die Quellen. Und wenn die Quellen keine ordentlichen Angaben haben, also nicht, dass eine Verschwörungsseite eine Quelle angibt von einer anderen Verschwörungsseite, das bringt euch nicht weiter, sondern versucht, in den Weiten des Internets wirklich auf gute Quellen zu kommen. Und ich habe hier auf jeden Fall zwei gute Quellen. Da gibt es nämlich eine sehr gute Analyse von volksverpetzer.de, der auf diesen ganzen Müll, der momentan hier mit Bill Gates und so weiter zu tun hat, darauf eingeht und diese ganzen Geschichten nämlich mal von hinten aufrollt und guckt, woher kommen denn diese ganzen falschen Fakten, die jetzt verbreitet werden. Unter anderem wird ja auch gesagt, er würde ja seine eigene Familie, seine Kinder nicht impfen. Ja, und auch da habe ich eine URL zu einer englischsprachigen Seite, die das schon 2018 aufgegriffen hat, das Thema, und darauf eingeht, woher kommt denn überhaupt dieses angebliche, dieser Fakt oder dieses Gerücht oder was weiß ich. Aber bitte Leute, hört auf, diesen ganzen Schwachsinn über Bill Gates zu teilen, wo er dargestellt wird, als ob er der neue Antichrist ist. Nee, ist er nicht, sondern er macht viel Gutes, klar. Er hat Microsoft irgendwann gegründet. Microsoft ist ein Riesenkonzern. Da hat er jetzt nicht mehr viel mit zu tun. Es gibt da einen neuen Chef. Ja. Und Bill hat auf keinen Fall vor, irgendwie hier den Antichristen zu machen und hier irgendwie die Bevölkerung auszurotten. Was weiß ich, Leute. Hört auf, wenn der Scheiße ist. Ah. So viel erstmal zu dieser Bill Gates-Geschichte. Dann habe ich ein Video gefunden von einem Typen, der, Moment, da muss ich erstmal hier im Hintergrund umschalten. Also der ist auch völlig verschwurbelt im Kopf. Hört euch das mal an. Ja, hi Leute. Ich habe wirklich sehr lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll. Aber es ist einfach so unwichtig, dass ich es machen muss. Ich bin ja jetzt kein Experte und ich habe eigentlich von der ganzen Thematik überhaupt keine Ahnung. Ja, so gar nicht. Bin also überhaupt nicht drin in dem Thema. Aber genau deshalb muss ich meinen Scheiß ins Internet rausposaunen. Daher teilt dieses Machwerk eines geltungssüchtigen Honks, damit auch der letzte Vollspaß da draußen, ja, dieses Video sieht und mit endlich sagt's mal einer kommentieren kann. Denn was ich euch jetzt sagen werde, das könnt ihr natürlich nicht in den kontrollierten Mainstream-Medien finden. Ja, deswegen setzt mal euren Aluhut auf und hört mir mal genau zu. Denn ich habe praktisch aus erster Hand, also ich habe noch die Quelle vor der ersten Quelle, also die erste Quelle der ersten Quelle, ja, da habe ich das her. Und zwar eine Studie aus dem Indiana Jones Institut wurde geleakt. Und in dieser Studie heißt es, dass man mit einem gezielten Stromschlag gegen Corona immun werden kann. Mit einem gezielten Stromschlag kann man gegen Corona immun werden. Das berichten natürlich diese ganzen Merkel-Sympathisanten und Chemtrail-Leugner nicht. Ja, denn die wollen uns natürlich weiter kontrollieren und unterdrücken. Und unser Klopapier, unser heiliges Klopapier wollen sie rationieren. Ja, aber meine lieben Aluhut-Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben jetzt die Macht, immun zu werden gegen Corona und diese ganze Situation zu beenden, in der wir gerade drinstecken. Deswegen teilt dieses Video an eure Freunde und Familie und fangt an, die Finger in die Steckdose zu stecken. Umso schneller können wir wieder ein normales Leben führen. Aber warte mal, Moment mal. Coronavirus ist doch eine Erfindung der Eliten, um uns zu versklaven. Aber wenn das nur eine Erfindung ist, wieso soll es denn dann... Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Hä? Ja, ich finde, der Typ, der hat's echt nicht mehr alle. Das ist so einer von diesen ganz schlimmen. Der schläft auch mit dem Aluhut. Ich fand es aber mal wichtig, dass wir das hier gezeigt haben, so als negatives Beispiel praktisch. Ach, Leute. Ist echt schlimm. Aber ich finde es toll, zumindest in meiner Timeline auf Facebook, gibt es immer mehr Leute, die sich genauso beschweren wie ich. Ja, vorher war ich so der Einzige, ich bin schon fast verloren vorgekommen. Und mittlerweile gibt es mehrere Leute, die sich beschweren über diesen ganzen Schwachsinn. Finde ich gut. So, dann ist Folgendes passiert. Wir hatten... es gab einen Bericht, und zwar unser Gesundheitsminister, der ist irgendwie in einer Uniklinik gewesen und hat da irgendwie politisches Tamtam gemacht. Und ich glaube, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der Uwe Laschet, der war auch dabei und Presse und wichtige Ärzte und Pipapo. Und die haben praktisch uns vorgeführt, wie man es richtig macht, ne? Mit den Abstand halten und den ganzen Kram. Ich bin sicher, ihr habt es alle gesehen, dieses Foto hier. Man sieht ganz klar, also da mindestens 1,5 Meter Abstand. Das kann man ganz klar sehen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das haben sie super gemacht. Das passt. Und was ich jetzt witzig finde, es gibt wohl jetzt Bestrebungen, dass da Leute sich so getriggert gefühlt haben, die Anzeige erstattet haben. Ja, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Denn hallo, haben die da keine Treppenhäuser, dass die da vielleicht mal das Treppenhaus benutzen und da mal hoch und runter gehen, so ein bisschen Abstand halten? Nein, alle in den Fahrstuhl rein, weil wir sind ja alle faul, wir müssen ja alle in den Fahrstuhl fahren. Ganz komische Geschichte. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt, ob das mit den Anzeigen irgendwas bringt, ja, ob da irgendwas passiert. Ich fände es ja irgendwie schon witzig, wenn da Jens Spahn und die anderen da irgendwie eine Verwarnung zumindest bekommen. Ja, so ein bisschen Verwarngeld, weil wir normalen Bürger werden ja auch jetzt verwarnt. Da gibt es Leute, die sitzen auf der Bank und essen ihr Eis und werden verwarnt. Ja, oder sitzen auf der Wiese zu zweit und trinken ein Bier und werden verwarnt. Das, je nachdem, in welchem Bundesland man ist. Da kann man auch mal hier unsere Vorreiter in der Politik, die kann man ruhig auch mal verklagen. Das fände ich toll. Und wenn wir schon bei der Politik sind, ich habe hier ein witziges Video gefunden, was ich auch irgendwie... ich finde es schon ziemlich passend. Ich finde es schon sehr passend. Oh, vielen, vielen Dank, Marc, für das Trinkgeld. Mega geil. Dankeschön. Ja, ich fand das sehr köstlich, das kleine Video, weil das ist schon ein bisschen, da steckt schon Wahrheit drin. Dann, was mir aufgefallen ist, wird in letzter Zeit auf Facebook, gibt es diese ganz komischen, das sind so Rätsel, so Bilderrätsel. Habt ihr die auch schon gesehen? Und ich finde, das ist die passende Antwort darauf, weil ich kann es echt nicht mehr sehen. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Vor allen Dingen, es sind ja noch nicht mal schwere Rätsel. Es ist immer dasselbe. Wenn man es einmal durchblickt hat, dann ist es so easy, die zu knacken. Und das ist auf jeden Fall die passende Antwort. Die finde ich gut. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Aber wer Spaß an diesen Rätseln hat, macht weiter. Macht weiter. Ja, ich will ja hier niemandem vorschreiben, was er gut zu finden hat oder nicht. Ist ja nur meine Meinung. Und solange ich keine Fake News teile, ist meine Meinung auch okay. Aber Fake News, keine Meinung. Ja, das muss man immer unterscheiden. Zumindest sehe ich das so. So, jetzt haben wir ein bisschen so das ernste Thema so ein bisschen abgehandelt. Ich habe hier noch eine Meldung, sehe ich gerade, und zwar coole Idee, DJ statt Film, Tanzen in den Mai im Autokino feiern. Ich habe auch heute eine Pressemitteilung irgendwie, glaube von, ich gucke gerade nochmal, nicht, dass ich was Falsches sage, bam, 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 bam. Ah ja, genau, hier von Big City Beats. Verwandelt mit Radiopartner 1 Live Autokino zum World Club Dome Drive-In. Ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich eine Idee ist, die die Leute haben wollen und gut finden, weil, mal ganz ehrlich, also wir gucken jetzt schon ständig irgendwelche DJs hier live, mit DJ-Live-Sets, also auch große Namen. Es sind ja auch ganz viele große Acts, die hier sich hinsetzen, teilweise ein DJ-Set machen, teilweise sogar live spielen. Da gibt es mittlerweile mega geile Videos. Aber es ist halt nicht dasselbe, wie wenn wir im Club stehen und auf der Tanzfläche mit anderen irgendwie die Energie rauslassen. Ich stelle mir das ziemlich langweilig vor, im Auto zu sitzen und auf eine Leinwand zu gucken, ein DJ, der da irgendwie abgeht. Dann darf der Fahrer noch nicht mal was trinken. Ich bin von dieser Idee nicht überzeugt. Mich würde mal eure Meinung interessieren, was ihr davon haltet. Ich guck mal, ich kann nämlich hier eine Umfrage machen. Ah ja, genau, hier, guck mal, da kann ich doch DJ, ich mache mal eine Umfrage, mal gucken, ob das funktioniert. DJ im Auto, Kino und dann Antwortmöglichkeit, coole Sache. Oder dann, meh. So. Und jetzt kann ich das hier speichern. Zack. Nicht veröffentlicht. Und jetzt Umfrage posten. Und? Hat es funktioniert? Ist da was passiert? Seht ihr die irgendwo, die Umfrage? YouTube und deine Technik. Also ich habe jetzt hier eine Umfrage gemacht. Oh, da hat schon irgendeiner, hat auf jeden Fall schon abgestimmt. Okay, schauen wir mal, was bei rauskommt, ob was ihr davon haltet, DJ im Autokino oder Party im Autokino, ist das eine coole Sache oder eher nicht? So, und dann kommen wir mal hier von den DJs im Auto. Okay, ich krieg gerade gesagt, das funktioniert, wunderbar. So, dann, sehr geil, danke, danke Assistent im Hintergrund. So, dann schauen wir mal. Ich habe hier wieder ein Potpourri an lustigen Videos, die sich vor allen Dingen auch erstmal wieder damit beschäftigen, was die Leute in der Quarantäne so anstellen. Und viele, wir hatten es gerade, machen zum Beispiel mit ihrem Hobby Musik erstmal was. Und ich habe hier ein Video gefunden, ich finde diese Dame mega Talent. Hey, so as some of you guys might know, I'm a music teacher and I found that one of the best ways that I can process the whole transition to online learning and teaching is to write a song. So I wrote a song. I'd like to share that with you guys now. Here we go. Das ist saugeil. Ach ja, man darf den Humor halt nicht verlieren, auch den Humor sich selber gegenüber nicht. Ich finde es mega. Ich habe zwei Sachen gefunden, die schreien geradezu nach Vater des Jahres, weil viele sind ja jetzt mit ihren Kids zu Hause, können nicht in die Kita gehen oder in die Schule. Und ich finde es geil, wenn man sich für die Kids ein bisschen was einfallen lässt. Zum Beispiel hat sich einer hier was einfallen lassen. Der hat einen Skilift im Garten hingebaut. Hallo, ein Skilift im Garten für die Kids? Mega geil. Vielleicht kriegt ihr ja auch Ideen für eure Kids, wenn da jemand Kids da draußen hat. Ich denke mal schon. Ich kenne zumindest ein paar. Also auf jeden Fall für den Award Vater des Jahres. Mega, mega geile Idee. Super. Na komm, auf. Ohne. Okay, und dann habe ich noch einen Vater gefunden. Also wäre der mein Vater gewesen, mega. Guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Mega geil, sogar mit Wasserspritzern, damit es wirklich reell wirkt. Super. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr eine Bude habt, die vielleicht ein bisschen größer ist und ihr wollt euch, sagen wir mal, zumindest so halb sportlich betätigen, könnt ihr natürlich auch sowas hier machen. Mit der Super Mario Kart Musik. Geil. Oh mein Gott, super. Vor allen Dingen, wie sie sich da durchschlängelt. Krass, dass das so funktioniert. Saugeil. Oder ihr macht es ganz einfach, wie viele andere auch. Ihr streamt einen Film und guckt euch jetzt zum Beispiel hier S. an. Stephen King. Mit eurem Hund. Ganz gespannt, der Kleine. Oh mein Gott, der kleine arme Kerl hat sich voll erschreckt. Aber es ist schon irgendwie auch witzig gewesen. Und kommen wir mal wieder zu kuriosen Ideen. Und zwar ein Typ hat sich nämlich auch hier was einfallen lassen, was auch sau witzig ist. Schaut euch das mal an. Das sind hier diese Knicklichter. Die kennen wir ja alle so aus dem Clubbing, ne? Kann man ja dann auch zusammenstecken, kann so ganze Gebilde draus machen. Und er dachte sich, nö, ich mach mal was ganz anderes. Ja. Ist das geil? Mega geil. Ich habe direkt Bock, das selber zu machen. Hey Leute, wenn ihr so Dinger zu Hause habt, ja, wenn ihr so Dinger zu Hause habt, bitte macht solche Videos und schickt sie mir. Obergeil. Obergeil. Ja, ey, echt Leute, wenn ihr so Dinge habt, macht auch solche Videos, glaubt mir, das, das ist gute Laune. Es gibt momentan eine Challenge im Internet. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe es jetzt einfach mal Cats and Dogs genannt. Und zwar, ihr werdet jetzt gleich sehen, da wird was auf dem Boden aufgebaut und dann wird geguckt, wie Katzen da durchkommen und wie Hunde da durchkommen. Katzen sind sehr geschmeidig, ne? Ihr seht es, ganz vorsichtig. Okay, es war auch unfair. Ich glaube, man hat ihn gerufen, weil es ein Leckerli gibt und er ist völlig durchgedreht, weil Hunde sind ja bei Fressen und da drehen die ja völlig am Rad. So, da gibt es ein weiteres. Guckt euch das an, wie geschmeidig diese Katze da einfach durchmarschiert. Gut, sie geht halt am Rand entlang, aber trotzdem... Und er hier weiß nicht so recht, was er machen soll. Und jetzt hier, jetzt wird nämlich mal gezeigt, dass so Hunde es auch anders können. Guckt euch das an. Es geht doch, es geht doch. Hunde sind gar nicht so doof. Ja. Ihr könnt das ja auch mal, wenn ihr Langeweile habt, habt Katzen und Hunde, probiert's mal aus. Ja, oder ihr habt keine Katzen und Hunde, dann probiert's vielleicht mal mit eurem Partner aus, könnte auch witzig werden. Ich habe ja in den anderen Sendungen euch auch immer mal wieder irgendwie ein cooles Musikvideo präsentiert. Und ich habe heute ein Musikvideo, da geht es um Folgendes. Und zwar im März, nämlich am 20. März, kamen 2 Spiele raus. Und zwar das eine war Animal Crossing für die Nintendo Switch. Animal Crossing ist irgendwie so ein Knuddelspiel, wo man eine eigene Insel hat oder sowas. Und dann kann man da anbauen und fischen und pflanzen. Also so ein, naja, so ein Spiel, was halt sich ewig zieht und man da sein eigenes Ding aufbaut. Mit so ganz schönen Knuddelfiechern und so. Und das andere Spiel, was auch am 20. März rausgekommen ist, das könnte konträrer gar nicht sein, denn es war Doom Eternal. Übrigens, wer mich ab und zu mal Doom Eternal spielen sehen möchte, der kann mir auch auf Twitch folgen. Da mache ich das nämlich ab und an. Ich bin noch nicht durch mit der Story, ich lasse mir da Zeit. Aber ich finde es mega. Also, diese beiden Spiele sind rausgekommen und es gab ein mega geiles Crossover in musikalischer Form. Und das geben wir uns jetzt. The life was quiet all around. Cute little island, nice and non-violent. But everything turned upside down when a new guy came to town. We got along, he showed me ways to craft and test things, tackle intestines. Said we could party at his place all the holidays. It's just what I need. No one she was clean. You're right on my mind. I only heard mine. Will make you believe. The line of friendship shifts through two dimensions. Two puzzle pieces, each other's extensions. Fishing box, big freaking guns. Hell yeah, together we are one. Always collide on eternal horizons. A wild ride, every turn is surprising. We rip and tear until it's done. Then head back home and have some fun. Together we are. Together we are. We are one. Ah, sau cool, finde ich. Sau cool. Also wer die beiden Spiele kennt, der weiß, wie nice dieses Crossover gerade eben war. Und wer sie nicht kennt, der kann sich ja mal informieren. Vielleicht ist es ja was. Na, das eine ein Knuddelspiel, das andere ein Splatter-Horror-Demon-Killer-Spiel. So, wenn wir schon bei Spielen sind, da habe ich hier was gefunden und es kam nämlich auch noch im März heraus. Virtual Reality sagt euch hoffentlich was. Das ist das, wenn man diese Brillen auf hat und dann die Monitore hier davor und dann ist man in dieser Welt drin. Da habe ich auch schon ein paar Videos bei mir hier geteilt, wo ich das mache. Und es gab ein neues Half-Life. Half-Life ist so ein Spiel, was in 2004, der zweite Teil, mega durch die Decke ging. Seitdem warten wir alle auf Teil 3 und er kam nicht. Und jetzt gab es aber Half-Life Alex, eine VR-Version von einem neuen Spiel, was vor Teil 2 spielt. Nur so nebenbei. Aber die Nerds wissen eh Bescheid. Und in diesem Spiel, muss man gerade hier umschalten, zack, da kann man ganz viele tolle Sachen machen. Und ich finde es... Oh my God, if this works! If this works! Er ist total ausgerastet, weil man kann in diesem Spiel alles nehmen und irgendwas damit machen. Und was macht ein Kerl, der im VR alles machen kann, mit dem, was er findet? Natürlich, er malt einen Schwanz. Es ist... God. Oh my God. Does this work? Oh my God. Diese Begeisterung. Seht ihr das? Ihr könnt... Männer können mit so wenig schon so... befriedigt werden, ja. Nur weil sie einen Schwanz im Spiel malen können, rastet er völlig aus. Okay, das so viel zum Nerdkram. Kommen wir mal zum Thema Urlaub. Wenn ihr in einem Urlaub seid und habt eine Busfahrt gemietet, irgendwo hinzufahren, dann seid froh, wenn ihr nicht diese Busfahrt erwischt. Alter, ich würde des Todes sterben. Ist das Amok? Ist das Amok? Der zieht das auch komplett durch. Es ist der Wahnsinn. Und das nimmt auch kein Ende da, die Straße. Ich habe mir so überlegt, ob vielleicht die Bremsen bei ihm kaputt sind, dass das vielleicht so wie bei Speed ist. Aber da ist zumindest eine Person drin, die stirbt des Todes, was man an den Schreien auch hört. Alter, was ein Busfahrer. Bock, ey. Die stirbt des Todes. Okay, die Hysterie ist jetzt auf 180, aber wir haben es gleich geschafft. Wow, oh. Da wird mir aber auch anders. Aber Respekt, dieser Busfahrer, keine Ahnung, wie man das mit einem Bus machen kann. Hammerhart. Wird mir gerade geflüstert, dass es die berühmte Driftstrecke in Japan sei. Ah ja, da kennt sich jemand aus. Okay. Dann habe ich was gefunden. Ist ja immer witzig, wenn irgendwie Reporter irgendwie was passiert. Und der Kollege hier, dem ist nichts passiert, dem geht's gut. Aber, naja. Now, that's the kind of thing that you hope never happens to you in live television. But it obviously happened to Nick there. We shall go back to Wembley just as soon as Nick Collins tells us he's okay. But he's okay, ich glaube, das ist zwar bearbeitet gewesen, das Video, aber es hat mich auf jeden Fall zum Schmunzeln gebracht. Okay, jetzt habe ich wieder, obwohl ich die Videos schon kenne, ich muss jedes Mal, ich kriege immer vom Lachen so Bauchweh. Okay, ich habe noch einen hier und zwar, weil wir gerade bei Computerspielen waren. Viele von euch kennen bestimmt so Strategiespiele, wo man irgendwas aufbaut. Man fängt so als Bauer an, man pflanzt etwas in die Erde und hat ein Feld und es muss bestellt werden. Und die zwei Kollegen hier, die haben das auch gerade gemacht. Und jetzt hört mal genau hin. Wir brauchen einen Arsch voll Samen. Ja. Oh Gott. Das hätte auch ich sein können, ich hau auch so Sachen immer raus. Aber sie nehmen es mit Humor, das ist doch schon mal schön. Ah, ja. Herrlich, okay. Gut. Ja, was soll man sagen, ne? Okay, ja. Yeah. So, jetzt gucken wir mal, was die Umfrage macht. Das war ja jetzt hier das erste Mal, dass wir hier so eine Live-Umfrage gemacht haben. Und wir haben ein Ergebnis. Wir haben 75% sagen meh und 25% sagen coole Sache. Das heißt, 3/4 der Leute, nee, ja doch, 3/4 der Leute sagen, nee, ist nicht so mein Fall. Im Autokino irgendwie ein DJ oder eine Pseudo-Veranstaltung dort besuchen. Ja, ich bin mal gespannt, was es da für Feedback gibt, wenn das dann stattgefunden hat. Vielleicht gibt es ja doch irgendwie viele Leute, die es cool finden, dass sie mal rauskommen. Aber ich glaube, ich wäre doch lieber im Club und würde lieber irgendwie durch schwitzende, tanzende Körper mich durchtänzen, als dass ich im Autokino im Auto sitze und mir das angucke. Ja, Salvo, habe ich wieder mal nicht auf zack, auf den Flieger gedrückt. Wisst ihr? Letztes Mal habe ich dran gedacht. So, jetzt aber genug hier. Es wird Zeit, dass wir gleich unseren Gast jetzt mal hier reinholen. Genug lustige Videos gezeigt. Guck halt nochmal. Ich habe so viel hier, es hat sich so viel angesammelt. Ich müsste eigentlich, glaube ich, mal eine Sondersendung machen mit dem ganzen Kram. Komm, wir gucken uns noch eine Sache, an. Hier, da, Thema Maskenpflicht. Ihr wisst ja, einer übertreibt immer. Einer übertreibt immer. So, und damit lassen wir die heutigen Corona-Witze und ich sage jetzt herzlich willkommen zu unserem Gast. den lieben Seyed Key. Intro gehabt von Wrestling oder sowas, dann ich mein T-Shirt zerrissen und ich hab leider aus Versehen dein Mikro zu spät eingeschaltet, deine Wrestling-Musik. Haben die Leute gar nicht gehört, wie ich gesungen habe? Aber ich habe sie erkannt, die Wrestling-Mucke. Es waren auf jeden Fall viele Dös, noch ein paar Dös und dann nochmal so Dö, Dö, Dö. Also unverkennbar auf jeden Fall. Remix-Anfrage ist raus, ja. Genau. Oh ja, genau. Oh, ich muss gerade noch eine Sache mal klarstellen, weil es ist so ein kleines Phänomen, genauso wie diese Steine, die sie in Nevada ja auch bewegen, man weiß nicht wieso und so. Genau dasselbe ist auch bei meinem Vater. Und zwar immer wenn irgendjemand irgendwo auf der Welt meinen Namen falsch ausspricht, wirft er einen Schuh nach mir. Und deswegen K wird zwar wie Schlüssel geschrieben, ja, aber wie okay ohne O ausgesprochen. K. Genau. So, okay. Und ich habe jetzt mein Vater 2 Etagen unten gesitzt, raus und seinen Kopf wieder normale Farbe an und die Schuhe bleiben an. Ich versuche das mal gerade hier zu finden. Egal, wenn du sagst nämlich, dass es okay, ja. An wen erinnert mich das? Sag's nochmal langsam. Okay. Ja, ja, an wen jetzt erinnert mich das? Erst hast du mich. Ja, okay. Okay. Erst hattest du mich bei den schwitzenden Körpern, durch die du dich bewegen willst, aber jetzt hast du mich komplett. Ich muss da nämlich an den Lehrer von South Park denken. Ja, genau, den Mr. Gary? Nee, ja, Garris, Mr. Garris. Garris, genau, ja. Okay. Ja. Der macht das genau so, kann man sich's merken. Okay. Ja. Bevor wir hier weiterquatschen, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben oder sagen, was ist das für eine Sendung und warum ist das schon die 5. Folge? Es gibt alle Folgen bei mir auf YouTube-Kanal. Die geht dann auch noch in HD dort morgen online. Das wird dann nochmal da hochgeladen, weil Facebook hat nicht so die tolle Qualität. Also, genau, ja. Auf YouTube könnt ihr mich adden, freue ich mich sehr. Übrigens, wer das jetzt direkt macht, der wird hier eingeblendet. Vorausgesetzt, der hat die Privatsphären-Einstellung auch so gesetzt. Und ihr könnt mir gerne auch auf Twitch folgen, wenn ihr mich ab und zu mal beim Zocken seht. Und vielleicht werde ich ja irgendwann mal diese Sendung auf Twitch rüberziehen. Mal gucken, wie lange ich das auf Facebook noch mache. Weil Facebook ist ja so ein bisschen so... Oder was sagst du? Facebook? Naja, es ist halt irgendwie... Vielleicht habt ihr jetzt gerade noch Twitch gefolgt. Oh ja, da bin ich. Yeah. Geil, sehr gut. Ja, das muss ich nämlich, kann man die Chance nutzen. Ja, ja. Sehr geil, sehr geil. Danke dir. Ich weiß, es ist halt irgendwie... hatte ich ja einmal durch die ganze Corona-Zeit und sowas, man sitzt daheim, hat halt irgendwie zu viel Freizeit. Jetzt habe ich mich mal mit so einer Werbegeschichte da beschäftigt, weil man hatte irgendwie einen 20 Euro Gutschein von Facebook und den habe ich dann einfach investiert. Und ja, das war so ziemlich das Furchtbarste, was ich hätte machen können. Danach irgendwie direkt 2/3 der Likes, der durchschnittlichen Likes, so sind flöten gegangen. Dasselbe auch auf Instagram. Seit Ewigkeit mal wieder Posts gehabt, die einfach so unter 20 Likes hatten auf Instagram. Okay. So, Facebook macht es einem wirklich nicht leicht. Nee, man muss ja dazu sagen, du bist ja, eigentlich bist du ja sowas wie der Godfather of Social Media. Also du schaffst es ja mit deinen Postings, doch schon Like-Zahlen zu erreichen, zumindest auf deinem Privatprofil, was ich immer sehe, weil du da ja auch eine Scheiße rausballerst, das ist ja sondersgleichen und vor allen Dingen, du verarschst dich ja am laufenden Band. Ich habe leider jetzt noch nicht so den Weg gefunden, wie ich meine Reichweite von meinem Privatprofil in irgendetwas für mein Leben Sinnvolles umwandeln kann. Also vielleicht muss ich anfangen, wie Thermomix zu promoten oder sowas, weil bei der Musik hilft es mir auf jeden Fall 0, habe ich gemerkt. Da habe ich dann einmal irgendwie was über die Musik gepostet und dann so, ja, okay, dann interessiert es halt nur 3 Leute, ist mir doch egal. Also ich hoffe, euch 3 hat es gefallen, aber Hauptsache, wenn ich wieder ein Meme poste, dass dann wieder viele Leute liken. Ja, ich meine, euch alle, die ihr dazu guckt, könnt ruhig mal meine Sets teilen. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass so, wenn du so irgendwie so einen Beitrag über einen Künstler machst, oder so. Es hat keinen interessiert. Nee, es interessiert eigentlich keinen. Aber wenn du irgendwas Kontroverses machst, ne, ich sag nur um Bill Gates, ja, dann geht's ab. Oder halt irgendein dummes Meme, was irgendwie lustig ist und was schon 3000 Mal kopiert worden ist, wo schon irgendwie in jeder Ecke schon irgendwo ein Symbol von irgendeiner Seite drauf ist, weil die sich alle gegenseitig geklaut haben. Und dann einfach irgendwann ab irgendeinem Punkt, so nach dem dritten, vierten Mal, einfach immer nur noch derselbe Name drüber gesetzt worden ist. Ja. Ich habe ja dann wenigstens, ich habe mir ja einmal die Mühe gemacht und hatte ein Bild, eine eigene Überschrift zu dem Bild gemacht. Das war irgendwas mit Berghain, was sonst, irgendwas mit Berghain halt. Und hab dann nur, weil das ursprüngliche Bild habe ich von der Seite geklaut gehabt, aber hab da halt eine neue Überschrift drüber gesetzt, hab's ein bisschen bearbeitet und hab dann dieses Bild in Paint einfach ganz schlechtes Wasserzeichen von der Seite davor weggemalt. Und man hat so richtig gesehen, dass es richtig schlecht übermalt ist. Und auf einmal, ich poste es auf mein Privatprofil und auf einmal war das 5 Minuten später auf der Face. Und man hat sogar gesehen, das war sogar mein Bild, wo ich diese blöde Wasserzeichen weggepaintet hab. Das heißt, die haben es auch wieder gemobst und haben es bei sich gepostet oder was? Ja, hab's einfach gebraucht. Ich weiß bis jetzt noch nicht, wer aus meiner Freundesliste da bei der Face ist. Kann sich ruhig melden, so. Ich suche einen Job. Also wenn ihr wen braucht, so. Es ist, also das muss man ja mal sagen, ne? Die Social Media ist ja eigentlich, Original-Content wird ja einfach überall weggeklaut. Also du musst ja immer aufpassen, was du machst. Manchmal weiß man ja auch nicht, ob es ein viraler Hit wird. Ja, und dann ärgerst du dich, dass du da nicht irgendwo, das habe ich auch schon gehabt. Dass ich unsere URL nicht irgendwo mit drin stehen hatte oder so. Und dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Ich weiß mal, wir hatten, ich kann das mal gerade mal raussuchen, wir hatten nämlich mal ein Dings gemacht, wo habe ich es denn hier? Instagram, habe ich es. Ah ja, genau. Und zwar, ich muss ja erstmal hier, da 1000 Programme offen, ne? Und dann muss ich gucken, dass ich das Richtige erwische. So, dann ziehe ich das mal hier rüber. Wo ist es denn jetzt? Da. Und zwar das da. Ich mache dich mal ganz kurz weg. Da. Feucht beim DJ geworden. Wir helfen gerne. Also, das ist irgendwo in den Tiefen aufgetaucht, nur das Bild. Und ich habe dann diesen Spruch noch dazu gemacht und wie nennt man das denn? Diesen Handtrockner. Und habe das aber damals, hier oben sieht man, da ist jetzt Toxic Family drin, aber das war damals nicht. Ich habe das ohne gemacht. Und das Ding ist auf einmal überall aufgetaucht. Ach, hast du gerade an dir rumgespielt, ja? Gelegenheit nutzen. Hatte ich das Bild gerade hier so leicht erregt, ja? Ja, aber das ist so ein Ding, wo ich mich geärgert habe, dass ich da unsere URL nicht drauf gemacht habe, weil... Ja, aber krass, wusste gar nicht, dass es von euch kam. Das habe ich ja auch überall gesehen. Also das mit dem, wie gesagt, mit der Schrift und dem Handtrockner, das war die Version, die ich gemacht hatte. Weil die Originalversion, die war schon irgendwie alt und ist irgendwo mal wieder aufgetaucht, hat aber keinen interessiert. Und da habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich voll witzig, da muss halt nur der passende Spruch dahin. Ja, und dann, naja, gut. Aber so ist das. Aber du bist ja, du warst, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwie Social Media Business so ein bisschen tätig? Genau, ja. Ich habe für verschiedene Labels und DJs mich um die Facebook-Seite halt gekümmert. Und macht das jetzt auch noch nebenbei. Aber sind halt alle Sachen, mache ich halt auch nur so nebenbei. Und meistens halt, die Sache ist ja bei Social Media, ich kann das bei mir gut machen, weil ich weiß, wie weit ich gehen kann, weil ich dahinter stehe. Aber jetzt die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel für verschiedene Labels mache, sind halt dann nur, da geht es wirklich nur drum, halt einfach, dass der Content auch kommt, da kriege ich dann immer zum Beispiel die ganzen die Promo-Antworten kriege ich zugeschickt und so ziehe dir den raus. Und da geht's ja gar nicht jetzt so um das Kreative von mir, sondern einfach, dass sich da jemand drum kümmert, weil die Leute da halt da keine Lust drauf haben, haben teilweise auch gar kein Facebook mehr. Und ja, so, das mache ich halt gern. Aber bei mir selber so, ist ja auch irgendwie, ich könnte das auch gar nicht irgendwie groß auch für andere Leute machen, also in dem Umfang, wie ich es für mich mache, weil... Also, das ist so, das will ich eigentlich niemandem zumuten. So, das ist ja, ich glaube auch, dadurch, dass Social Media Backlash. Ich glaube, dass du bist ja so ein, also dadurch, dass du so ein kreativer, witziger Kopf bist, glaube ich, ist so, wenn du für andere was machen musst, bist du sehr eingeschränkt, dann kannst du deinen Humor gar nicht rauslassen. Ne? Also wer seine Sachen kennt, der weiß, was wir damit meinen, weil du nimmst dich ja vor allen Dingen selber überhaupt nicht ernst. Ja, ja, wenn es schon keiner tut, so dann bevor die anderen lachen, lache ich lieber als erstes und sage, es war ein Joke, war ein Joke, war ein Joke. Ich hätte Bart, wenn ich wollte. Ist so ein Joke, dass ich Witze mache, dass ich keinen Bartwuchs habe. Ich hasse jeden Tag. Man muss ja sagen, du gehörst ja jetzt so gesehen zu den jungen Wilden, würde ich jetzt mal sagen, zu denen, die hier im Rhein-Main-Gebiet... Schöner Übergang von kein Bartwuchs zu jung und wild, ja. Ja, ne? Die hier im Rhein-Main-Gebiet praktisch so in den letzten Jahren sich als DJ einen Namen gemacht haben. Und ich weiß, du warst vor 2 Jahren warst du bei der Toxic Family Jahresabrechnung bei den Local DJs Platz 1. Ich glaube sogar 2 Jahre, das Jahr davor auch. Mhm. Ne? War irgendwie so. Und dann hat der Aki dich abgelöst. Und das Lustige ist ja, dass du ja noch für ihn Werbung gemacht hast. Er hat gesagt, hier Leute, ihr könnt hier da für mich voten, wenn ihr wollt, aber ihr könnt auch für andere DJs voten. Zum Beispiel hier, der Aki, der ist auch gut. Ja, ey, weil ich finde jetzt auch vor allem diese ganze Voting-Sache nervt mich so sehr. Also jetzt gar nicht bei Toxic Family jetzt speziell, aber vor allem bei größeren Sachen, Mixmag oder sowas. Da geht's dann um Lieblings-DJ und deine Seite ist voll mit beworbenen Beiträgen von irgendwelchen Leuten, die da zig 1000 Euro, zig 100 Euro reinpumpen, damit möglichst viele Leute sehen, dass man für sie voten soll. Also ja, direkt super sympathisch, wenn jemand Geld dafür bezahlt, mir zu sagen, dass ich ihn für sympathisch finden soll. Ganz, ganz furchtbar. Und deswegen nur wollte ich dann selber auch nicht irgendwie so dieses, ich will ja nicht den Leuten sagen, dass sie für mich voten sollen, sondern ich will den Leuten sagen, dass es dieses Gewinnspiel gibt, sie darauf hinweisen. Und im Endeffekt sollen sie voten, für wen sie wollen sollen. Ja. Ich will da niemand drum anbetteln, sondern halt, weil es da halt auch vor allem mit Aki und da gab es ja noch Marcel Römer, der Geilmann, gab so viele, der Gutzmann, es gab so viele coole Jungs, so die, wo ich das Gefühl hatte, dass sie total viel in dem Jahr gerissen haben. Und ja, und ich weiß ja auch selber von vielen Leuten halt so, dass sie, ja, sie wollen voten und dann aber irgendwie haben wir jetzt irgendwie nur eine Person und oder haben auch viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Und deswegen so, da gebe ich gerne mal so, für wen ich sonst einfach gewotet hätte, wenn ich nicht dabei wäre. Und ja. Ich kann ja gerade mal, ich gucke gerade mal, wo ich es habe, dass wir da noch mal ganz kurz reingucken. Da, lokaler Lieblingseck, da habe ich es doch. So, da können wir gerade mal in die aktuelle, nämlich von 2019 gucken. Die hatten wir ja Anfang des Jahres, hatten wir oh, warte, dein Dings ist gar nicht da. Fuck. Okay, wir müssen, ja, jetzt. Skype war bei mir nicht mehr als Audioquelle zu sehen, wenn ich hier umschalte. Das ist blöd, dann bist du weg. Das muss ich mal fixen. Aber auf jeden Fall, da war ja der Etienne auf der 1 und da habe ich halt gemerkt, so, seit ich nicht mehr in Hessen wohne, geht mir halt auch voll viel so an der Szene einfach so, ich kriege auch, oh, der hat ein Kind bekommen. Also wahrscheinlich nicht, die ja, hat ein Kind bekommen. Sagen, du bist ja nach Berlin ausgewandert, hingezogen, vorübergehend oder für immer. 4,5 Jahre jetzt. Vor 4,5 Jahren jetzt auch erstmal, also jetzt bin ich gerade wieder zurückgezogen wegen Corona, weil ich es mir nicht leisten kann, alleine zu wohnen. Aber sonst ist eigentlich schon der Plan, erstmal in Berlin bleiben, ja. Okay. Hast du gut eingelebt da? Ja, auf jeden Fall. Es war halt witzig, so irgendwie am Anfang habe ich gedacht, ich müsste unbedingt in Berlin auflegen, als ich nach Berlin gezogen bin. Von wegen, ja, ich habe da jetzt schon die Möglichkeit so, dann war ich ja da Resident im KitKat und in... Oh, da haben wir auch schon zweimal gespielt. Geiler Laden. KitKat, echt? Ja, geiler Laden. Also, ich war da zweimal mit dem Steve, ne, mit Steve Simon. Wir haben da als DJ-Team gespielt. Wir haben hinten in den Raum gespielt, wo dieser Drache ist, wo man da so voll aus dem Drachenmaul... Genau, wo du erstmal rechts an der Bar vorbeigehst und dann dahin kommst. Genau. Ja. Und ich muss sagen, ich finde dieses Konzept... finde ich mega geil und vor allen Dingen war ich total überrascht, wie... Also man muss vielleicht den Leuten, die es nicht kennen, mal kurz erklären, was der KitKat Club ist. Also KitKat Club ist in Berlin ein Club, der so sehr freizügig ist, wo eigentlich alles erlaubt ist, solange die Leute das auch mögen. So ungefähr könnte man das vielleicht beschreiben. Es ist super unaufdringlich, so wirklich, alles kann, nichts muss. Und nur wenn weil da Leute nackt rumlaufen und da vielleicht rumvögeln oder so, ist wirklich herrscht überhaupt gar nicht die Atmosphäre, dass man sich zu irgendwas genötigt fühlt. Nee, und sobald auch jemand aufdringlich ist und irgendwie belästigt oder sonst was, wird auch direkt die Türsteher gerufen und der wird direkt aussortiert. Und deswegen ist es eine super coole Atmosphäre und ist halt so genau das Gegenteil halt so von Berghain quasi. Berghain sagt immer groß, oh, hier geht die Luzi, hier ist es alles mega krass und im Endeffekt drinnen sind da 95% Touris und alles ist viel harmloser. Und KitKat ist halt genau andersrum. KitKat sagt, sie machen eigentlich gar keine Werbung für sich, weil sie wollen auch gar nicht einen Vollladen haben, sondern wollen nur die richtigen Leute drin haben. Und es kann dann sein, dass sie irgendwie an der Tür sagen, ja, du weißt schon, dass wenn du rein willst, musst du mindestens die Hose ausziehen. Ja. Und wenn du dann sagst, ja, okay, dann kannst du rein und musst es meistens so nicht mal. Du musst es nicht mal, es geht nur darum, wie reagierst du darauf. Genau. Wenn du da so, oh, meine Hose ist so schön, so, ja. So, dann kommst du halt nicht rein. So. Und deswegen so, die Atmosphäre ist mega geil, ist super cool und ich hab's auch geliebt, im KitKat zu spielen. Es war halt dann immer da sonntags beim Nachspiel, ging dann immer Sonntag den ganzen Tag über. Also After-Hour-mäßig, oder was? Genau. Vorspiel ist Samstag auf Sonntag, das ist eine reine Fetischparty und da kommt man auch nur nackt oder in Fetischkleidung rein und Sonntag früh ab 8 Uhr morgens ändern sie die Türpolitik und fängt ein neues Event an. Marc Rodriguez schreibt gerade, dass er sich erinnern kann und dass wir da die Trekkie-Uniformen anhatten, das stimmt. Ja, Steve und ich, wir hatten uns so Star Trek-Shirts gekauft und haben dann schöne, ich hatte so Snoopy-Unterhosen an, ja, und dann war praktisch unten mit der Unterhose frei und das Shirt an. Das war, weil wir hatten, heute bringst du mich aber auch auf Touren mit deinen Themen. Und wir hatten ja 13 Jahre Toxic Family damals gefeiert und da ist, da hatten wir Star Trek so als Thema gehabt, deswegen. Aber ich muss sagen, das war wirklich ein, ich fand das beide Male wirklich ein großartiges Erlebnis in diesem Laden. Und wie du schon sagst, da alles geht, nichts muss. Und der Respekt gegenüber den Leuten ist auch da. Das heißt, ja, wenn man da versucht, irgendwie anzubandeln und der andere will aber nicht und gibt das zu verstehen, dann ist das okay. Und dann, und da, also ich habe da auch, was ich auch witzig fand, weil du sagtest, ja, dann kommst du an die Tür und dann heißt es, ja, du musst hier wenigstens mal was ausziehen oder so. Am frühen Morgen kamen dann noch so ein bisschen so Business-Leute. Und die haben dann wirklich das Hemd angehabt noch und das hing dann so rum, aber haben in Unterhosen dann auf der Tanzfläche rumgedanced. Das fand ich auch ziemlich cool. Also da trifft sich halt dann auch der Fetischtyp und der Banker, der danach auch nochmal irgendwie lockeren machen will. Auf jeden Fall, wer in Berlin... Montag früh jetzt mittlerweile. Oh, wer in Berlin irgendwann mal ist und Corona ist vorbei, ne, das ist ja, dann besucht mal, wenn ihr nicht so verklemmt seid. Also ist jetzt nicht bös gemeint, es gibt ja Leute, die kommen mit so Freiheit, mit so nackter Haut und Freizügigkeit nicht klar, ist ja völlig okay. Aber wer sagt, hey, das klingt interessant, och, guck mal, da ist er wieder weg. Jetzt, okay, ja, kommt gleich hör auf, an dir rumzuspielen. Ja, du machst deswegen nur die Kamera aus. Ich weiß es genau. So, schnell. Das war geil. Ja, auf jeden Fall mega geil. Ja, cool, dass du da gespielt hast. Ja, und ansonsten bist du irgendwie auch noch ansonsten rumgekommen? Hast du dir ein paar Clubs so als DJ gegeben? Oder? Ja, also... Das war halt so am Anfang, wo ich noch dachte, ich müsste spielen, habe ich dann bin ich ständig auf Partys gelandet von Veranstaltern, also ganz furchtbaren Partys, aber irgendwie, wo du halt so Handshake machen musst mit dem Veranstalter und weil da halt Handshake, ja, diese Art von Handshake und irgendwie, wo du dann so Zeit verbringen musstest mit Sachen, die dir gar keinen Spaß gemacht haben, einfach nur, um irgendwo auflegen zu können. Und bin ich dann nach dem Jahr, als das KitKat die Veranstaltung gewechselt hat und die Magdalena zugemacht hat, habe ich mir gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht mehr irgendwie groß auflegen in Berlin. Wenn sich was zufällig ergibt, bin ich am Start. Aber sonst, und jetzt, ich gucke im Moment, Griesmühle, Berghain ist so für mich absolute Oberspitzenklasse. Techno mit Abitur, so super intelligenter Sound. Du hörst da so viel verschieden von Experimental bis Industrial, so die ganzen. Und auch das Publikum ist einfach so musikaffin und hat da so viel Verständnis für die Musik. Also das sind wirklich schon ganz, ganz, ganz besondere Clubs. Und da verbringe ich eigentlich, wenn ich nicht im Studio bin und wenn ich tatsächlich noch feiern gehe, im Sommer vielleicht mal tagsüber Sisyphos, aber sonst eigentlich nur Griesmühleberg ein. Mhm. Okay. Da habe ich jetzt auch auch für die Corona-Zeit, für alle, die sich jetzt gerade ein bisschen langweilen, ich habe einen Link, einen legalen Link, mit einer Liste von 7000 Tracks, die auf dem Berghain-Floor gespielt wurden und 6000 Tracks, die die in der Panorama-Bar gespielt wurden. Und mit YouTube-Link und sowas. Und da könnt ihr euch einfach durchklicken. Das ist wie eine Playlist. Und das sind einfach knapp 13.000 Tracks. Die Liste habe ich mal irgendwie per Privatnachricht jetzt bekommen. Da hat irgendeiner aus den ganzen Berghain-Facebook-Gruppen, hat er die ganzen, seit 6, 7 Jahren macht er das, hat die ganzen Tracks, hat die ganzen Links rausgeschnitten. Und könnt ihr mir einfach eine Privatnachricht schreiben, schicke ich euch den Link oder ich poste es irgendwie später. Ist auf jeden Fall mega cool. Das ist meine Beschäftigung jetzt einfach die letzten Tage. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 2000 Tracks oder sowas, die ich mir angehört habe. Und Warenkorb ist äquivalent zur Anzahl der Tracks in Euros gefüllt. Ganz schlimm, so kann ich ja, wird lange, lange dauern, bis ich die alle mir geholt habe. Aber halt auch so cooler Sound von, habe ich jetzt auch schon wieder ganz viele neue Musikstile rausgefunden und ich habe so Bock auf alles. Ist auf jeden Fall eine mega coole Liste, wer will, einfach anschreiben. Ja, mach das mal. Aber krass, mit sowas beschäftigst du dich also momentan? Ja, ach, ich habe jetzt, also auf der einen Seite halt viel mit Musik, Kauftracks, ich mach Sets, ich gucke jetzt mal, ich habe jetzt, der kleine Shoutout an meinen Boy aus Berlin, Jan Fleck, der hat jetzt so ein ambivalent ambient Downtempo Techno-Set hochgeladen auf Soundcloud, mega cool, und das hat mich total inspiriert, also einfach so mit sphärischen Geräuschen zu arbeiten. Und das fand ich jetzt, ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung. Keine Ahnung, ob ich es irgendwann hochlade, aber das mache ich so gerade für mich. Ich glaube auch, dass, ich habe das gesehen, der Dr. Motte, der hat ja auch ein Ambient-Set gespielt, weil er das auch cooler fand, als jetzt irgendwie nochmal ein normales. Guck mal, der ADD CRC hat mich geedit. Sehr schön, vielen Dank. Du bist jetzt, hast du gesagt, wieder hier in der Heimat? Genau, Pfungstadt. Okay, das ist ja hier irgendwo da Richtung Darmstadt, ne? Ja, genau. Und bist du erstmal wieder zu Mami? Ja, wir haben zum Glück hier ein großes Haus, und da habe ich im Keller, ich habe mir Hanteln und eine Schrägbank geholt, Alter. Genau an dem Tag, wo es dann rauskam, dass die Fitnessstudios geschlossen werden. weil ich dachte, wäre ich super schlau und habe mir gedacht, so, ja, jetzt hole ich mir Hanteln, bevor es die nirgendwo mehr gibt, und bin in meiner naiven Überschwänglichkeit zum Decathlon gegangen. Und da sieht man mal, was ein Haufen Disco-Pumper aggressiv auf der Suche nach Hanteln alles mit Verkäufern anstellen können. Der, so ein Typ so, nee, wir haben keinen Hanteln mehr, wir haben keinen Hanteln mehr. Ich so, ach, wir haben doch erst 13 Uhr, waren die jetzt alle heute schon jetzt da? So, ja, alle schon da, alles wegverkauft. Hab dann irgendwie so eine, ich habe zum Glück noch so Hanteln von der Mama damals gehabt, so ganz harmlose Hanteln. Also Frauenhanteln, so kleine, so. Ja. Ich habe hier auch welche, die benutze ich immer als Türstopper. Ja, und wir helfen sie für Türsteher, wenn ich mal so werde. Ja, die Türsteher, das ist ja auch krass, ne? Die haben jetzt momentan so Jobs vor irgendwelchen Supermärkten und Drogeriemärkten. Der Sonic Warrior, der hatte das so geschrieben. Kartenkontrolleure, der Sonic Warrior hatte so geschrieben, hier, wenn ihr ein bisschen Clubfeeling haben wollt, dann geht's im DM einkaufen, und wenn der Türsteher euch reinlässt, dann fühlt er euch gut dabei. Aber das wäre nicht die Berlin Experience. In Berlin Experience müsste der sagen, nee, sorry, mit den Schuhen. Dann geh doch zu Netto. Siehst dich erstmal um, dass du in DM reinkommst. Ja. Und hol dir da mal neue Schuhe und kommt dann wieder hierher. Geil. Ja, herrlich. Ja, jetzt, was machst du? Also jetzt außer Musik hören. Ich habe gesehen, du bist auch ab und zu mal auf Stream. Genau. Auf Twitch. Twitch, genau, ja. Ich gleich mal Werbung hier auch nochmal für meinen Twitch-Kanal, wer mich beim Zocken bestaunen will. Da habe ich dich nämlich letztens überrascht, als du hier Hearthstone gespielt hast, dieses Kartenspiel. Ja, genau. Machst du das? Dazu kam es jetzt eigentlich nur, weil ich hatte mir vorgenommen, jetzt für die Corona-Zeit, ich habe ein Videoprojekt vor. Und zwar, dafür habe ich mir hier Kamera geholt, die super coolen Ausleuchter. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht, ist mir egal. Dann das Mikrofon und alles mögliche. Und zwar hatte ich vorgehabt, so jede Woche quasi, wenn das alles läuft, nicht zufrieden damit bin, jede Woche ein Video. Und zwar quasi Case Meinung zu. Und dann hört man sich gemeinsam einen Track an, und ich erzähle sowas über den Track, was mir an ihm auffällt, was ich mag, was ich nicht mag. Weil ich merke oft bei Leuten, vor allem auch im Club, dass sie mit mir drüber sprechen, so, ja, dann hat mir diese eine Sache gefallen, ich weiß nicht, wie es heißt, und sind dann auch interessiert, so, ja, das ist eine Bassline, das ist eine Clap, das ist eine Hi-Hat, das wirkt so, weil es so ist. Und so halt einfach so ein bisschen Nerd-Talk, aber für absolut Nichtswisser, weil mit denen kann ich mich am besten identifizieren, weil ich mich auch genauso fühle. Das, was du gerade erzählst, ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja jetzt in der letzten Sendung was eingeführt, nämlich, dass du mir aus meiner Plattensammlung durch Zufall eine Platte rausziehst, und wir gucken mal, was das ist. Ich guck mal, dass ich das aber erstmal gerade hier so einstelle, dass man dich auch hört, während ich die Platte rausziehe. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier die Szene wechseln. So, und die Melodie, die schnarcht im Hintergrund. Das ist ja schon wieder richtig krass. So. Oh, warte, weil ich höre dich nur über Skype. Oh nee, du bist da. Das hat funktioniert sogar. Dann kann ich ja. Aber das Handy, das muss ich schon wieder. Ah, da hat schon wieder die IP geändert. Das ist immer ein. So, komm, jetzt aber. Na, wo ist denn die IP? Komm schon, zeig mir dann. Ich Idiot, ich habe mein Telefon doch auf Dings geschaltet, auf. Aber warte mal, ich mache mal erstmal, dass man dich wieder sieht hier. So, ich habe doch mein Handy auf hier, wie heißt Flugmodus geschaltet. Und ich muss natürlich das einmal hier anschalten. So, aber jetzt. Boah, die Melodie, die schnarcht. Ich guck mal, dass ich euch das zeigen kann. Ach, Melodie? Ach, du redest von deinem Hund. Oh Mann, ja, ich habe einfach... Nee, jetzt endlich dieser Groschen bei mir gefallen. Du redest von deinem Hund. Ich dachte, welche Melodie schnarche ich denn? Hört man es nicht, weil ich irgendwie dich nur auf Skype höre oder sowas? Dein Hundi. Oh, die Melodie, sie ist so süß. So, bei mir ist ja jetzt mein Schildi wieder ausgegraben. Hat sich wieder ausgegraben, aber mit der... Ist halt auch nur so ein bisschen schnellerer Stein. Ein schnellerer Stein. Ja, echt. Schildkröten sind aber auch saucool. So, warte mal, das scheint jetzt hier zu funktionieren. Jetzt gucken wir mal. Gehen wir mal hier auf Handy. Ja, genau, es funktioniert. So, ich nehme dich mal aus dem Ohr. Achso, nee, warte mal. Also, erstmal. Da hinten siehst du meine Platten. Mhm. So, das sind die ich noch behalten habe. Das sind alles vor allen Dingen welche, die in den 90er Jahren und so, die ich mir damals gekauft habe. Da sind also wirklich jede Menge Mega-Klassiker dabei. So, und du sagst mir jetzt erstmal, aus welchem Fach ich eine rausziehen soll. Okay, dann aus dem zweiten Fach von links. Zweites Fach von links. Okay, ja, jetzt sagst du mir eine Zahl, oder sag mal links oder rechts, weil ich fange dann entweder... Rechts. Okay, dann fange ich von rechts an und jetzt eine Zahl von 1 bis 50. Nehmen wir die 16. Die 16, okay. Dann mache ich mal hier meine Headphones hier raus. Und dann nicht nur Late-Night-Show, sondern Roomtour. Man kriegt ja so viel geboten bei dir. Hier, an das zweite Fach. Da ist übrigens die Melodie. Hallo, oh Mausi. Nein, Baby. Oh, Baby. Wach geworden. Schlaf weiter. Schlaf. Oh, ja. Oh, mein Herz, mein Herz, so, mein Soul. Dann hier, also, zweites Fach von rechts und dann die 16 war es, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann fangen wir mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, leere Dinger, 12, 13, 14, 15, 16. Ich bin so aufgeregt. Oh, auf jeden Fall schon mal ein geiles Label. Hardwax, oder? Reloaded. Ah, okay. So, warte mal. Wenn ich das Spiel spielen würde, würde ich sagen, ja, rechts oder links. Jetzt sagt eine Zahl zwischen 1 und 1. Oh, hey, dasselbe wie die letzten 16 Male. Was? Wenn ich das bei mir spielen würde, würde ich sagen, okay, sag welches Regal. Ah, es gibt noch ein Regal. Gut, dann sag mir eine Zahl zwischen 1 und 1. 1 und es ist verrückt, wie die letzten 16 Male. Aber die 88 Yes sind Deutschrap, cool. Doch, das die Frage von Florian, dass ich mein Handy mit der immer selben IP ausstelle. Doch, das kann ich machen. Ich bin nur zu faul. Okay, so, hier, also, da haben wir erstmal Label Reloaded, mega cooles Oldschool-Label, und jetzt schauen wir mal, was ich da erwischt habe. What the fuck, guck mal, ich hab's sogar damals hingeschrieben. Was ist denn? Das ja, Alter, soll das ein Zeichen sein? Oh, ich glaube, das soll ein Zeichen sein. Guck mal, was ist das? Die F's in the Chat, F's in the Chat. Ah. Wie geil. Ah, Leute, jetzt gibt's Gänsehaut. So, warte mal, ich schalte dich mal zurück. Ah, jetzt die alten Technohasen, die werden jetzt schon praktisch Pipi in der Hose haben. Aber ich gucke jetzt, dass ich das auf YouTube finde. Ah, die Code. Ah, so, warte mal. Strobe Light Network ist nämlich die Nummer. Die geht 15 Minuten. Die ist hier praktisch das Ding, was alle kennen, was auch der Sven viel gespielt hat. Die gibt es auf jeden Fall. Strobe, Light und dann Network. So. Da ist doch schon hier Strobe Light Network von 1995. Ich glaube 95 oder so. So, machen wir mal an hier. Oh. Ah, warte, ich muss also Facebook wieder lauter machen. Ah. Oh. Ich lasse mal im Hintergrund weiterlaufen. Kennst du sie? Nee, kenne ich nicht. Ah, sehr, sehr schön. geht 15 Minuten und ich glaube, ist vor allen Dingen durch den Sven bekannt geworden. Der hat die auf jeden Fall des Öfteren auch mal so als erste Platte oder so im Oben gespielt. Kann mich auf jeden Fall daran erinnern. Kann man sich, ist halt so irgendwie, ich finde es halt so faszinierend für mich, weil ich es mir halt so, ich habe jetzt halt dieses Downtempo Breakbeat-Set vom Flecky, habe ich witzigerweise immer zum Einschlafen jetzt gehört, aber es ist halt einfach so, es ist so schwer, sowas sich vorzustellen, wie das in einem Club-Kontext gespielt werden kann oder wie du, in welchem Kontext sowas dann wirken kann und sowas hört man ja, und das finde ich halt genauso schön halt am Berghain oder an der Griesmühle, dass halt immer diese Momente sind, wo der DJ auf einen Track hinarbeitet, der sonst nie irgendwie fitten würde, nie passen würde oder so, das, und zwar entweder in die Ambientrichtung oder in diese ganz heftigen alten Perk-Sachen oder Adam Bayer noch mit diesem schwedischen Label von 2001, die du, wenn ich dir nur den einen Track zeigen würde, du dir einfach nur denkst, nee. Und wenn du den halt, dass ein Opal oder ein Remco Beekwilder oder ein Regal zum Club schaffen, 2 Stunden lang das Set so aufzubauen, dass sie dann den Track raushauen. Und das finde ich halt so, das gibt mir immer kreative Energie. Ah, hier, der Toni Haupt fragt gerade, wie heißt denn die Platte? Ich poste mal den YouTube-Link in die Kommentare. Das ist die Strobe Light Network von 1995 auf der Cold EP, war ursprünglich auf dem Reloaded. Warte mal, ich kann es dir mal über Skype schicken, dann kannst du es bei dir auch in den Chat rein posten. So, da. Zack. Ich habe jetzt ungefähr schon so viele Stabschüsse von unserem blöden, Skype-Ding gemacht, weil ich einfach, ich finde halt wirklich, ach, Bildschirm teilen, nein, weil ich einfach wirklich mit Skype so null am Hut habe und auch komplett überfordert bin. Es funktioniert auch richtig gut, weil im Gegensatz zu den meisten anderen, du hast ja ein richtiges Mikro dran, das klingt richtig top. Das kompensiert nur so meine Unfähigkeit mit dem Programm. Was ich gerade hier voll interessant finde, und zwar auf YouTube, ich mache gerade mal hier YouTube auf. Da steht nämlich hier, dass lizenziert Contour New Media Musik im Auftrag von Electrolux und 7 weitere musikalische Verwertungsgesellschaften. Finde ich insofern interessant, weil Contour scheint da ja irgendwie echt überall die Finger mit drin zu haben, weil Electrolux ist ja so, das war ja so ein Ambient-Label gewesen. Und Contour ist ja purer. Alles Mögliche hatten die doch jetzt auch irgendwie schon so Trans-EDM. Ja, die waren immer sehr kommerziell ausgerichtet. Ja. Also, die haben ja auch immer alles verwurstet, was irgendwo im Underground ein Hit war. Da haben die ja eine Coverversion rausgemacht, die dann auf Hochglanz war, aber sich nicht mehr so toll angehört hat. Das ist ja Contour im Grunde genommen. Die Werbung, die man halt in einer Bravo gelesen hat. Ja, so ungefähr. Aber finde ich krass, wo da wieder hier die Dings sind. Ich hoffe, dass, wenn ich es auf YouTube hochlade, dass du nicht gestrikt bist. Gestrikt wird es bei Musik eher weniger. Es also stummgeschaltet wird dann? Nee, es kann sein, dass, genau, es heißt dann, dass das Video, das war bei der letzten Sache, da hatte ich hier eine Deepish Mode Nummer, die von Huntemann, die Nummer, ein Remix. Revolution, und, oder? Also Revolution. Nee, Counting Dingsbums. Everything's Count. Ja, und, ja, stimmt, ja. Da war es so, dass nachdem ich das Video hochgeladen habe, stand Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung teilweise in bestimmten Ländern gesperrt. Und ich so schon, oh scheiße, wenn da Deutschland dabei ist, dann ist das komplette Video weg. Aserbaidschan. Ja, pass auf. Und zwar ist es gesperrt in, wo kann ich es hier, wo kann ich es denn hier, ach fuck, ich kann es doch hier irgendwo angucken. Wo ist es denn? Teilweise gesperrt. Ah, da war irgendwas mit Südamerika dabei. Es waren so 5 Länder oder so, wo das gesperrt ist und das wird dort nicht abgespielt. Wäre aber Deutschland dabei gewesen, hätte ich es rausschneiden müssen, Video nochmal hochladen müssen. Das ist halt leider so ein bisschen das Problem mit dem Urheberrecht, ja. Dass man sowas naja, dass man sowas einfach, wenn man das in diesem Kontext jetzt hier macht wie wir, dass wir was vorstellen und wir irgendwie ja dokumentarisch darüber auch reden und berichten, ja, das interessiert die ja alles nicht, sondern... Ich habe jetzt irgendwie mitbekommen auf Facebook, wenn du da jetzt zum Beispiel ein Set hochlädst oder so, oder einen Livestream machst, dass du dann ja erstmal eine ganz, ganz böse Mail bekommst von wegen, ja, musst darauf achten, so, bist du sicher, dass du das hochladen willst, weil wir haben hier irgendwie lizenzierten Kack oder sowas, bist du dir wirklich sicher? Und da habe ich jetzt gelesen, da soll man einfach schreiben, ja, ich bin mir sicher, soll sich gar nicht einschüchtern lassen und dann Facebook, falls es dann geprüft wird, ja, es erkannt wird, dass es halt in einem künstlerischen Kontext gemacht wird und dass es halt einfach im Kontext eines DJ-Sets ist und es deswegen normal akzeptiert wird. Aber dass man sich da gar nicht einschüchtern lassen soll. Okay, das finde ich interessant, weil momentan sind ja viele Kollegen, die jetzt streamen, also Live-Sets streamen, die regen sich ja auf, weil sie dann, wenn sie irgendwas spielen, wo das Label oder der Vertrieb nicht möchte, dass es irgendwie online präsentiert wird, dann wird das ja gecuttet, der Stream. Dann fliegen die raus. Ja, ich glaube, das ist dann beim Hochladen, wenn vom fertigen Ding hochladen, da, wenn es nochmal grob über, grob irgendwie durch den Filter geht, da darf man sie dann auf jeden Fall nicht einschüchtern lassen. Okay, wenn das funktioniert, dann kann man das natürlich machen. Es ist 10 geblockte Accounts, alle zeigen auf mich. Der Florian, der schreibt, wahrscheinlich kaufen die einfach Kataloge auf von alten Labels oder so, weil ich das gerade mit Kontor meinte. Ah, ja, ja, und das macht Sinn, ja. Es kann auch sein, dass Kontor, weil da steht Kontor New Media Musik, das kann ja ein riesiges Gestrüpp sein, dass die auch Lizenzierungen von anderen übernehmen, dass die so einen Service anbieten, dass du als Label zu denen gehst und sagst, hier, wir wollen, dass du das überwachst oder so, das kann auch sein. Aber was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, dass Warner Music Group, also von Warner, praktisch die Musikabteilung, die streiken ganz gerne auf, nicht streiken, aber die... Oh Gott. Fällt alles bei dir auseinander, ja? Ja. Also bei denen wirst du, also ich habe ein DJ-Set vor 2 Jahren bei mir hochgeladen auf YouTube und das ist jetzt erst gesperrt worden, weil ein Track von der Warner Music Crew praktisch erkannt worden ist und wurde gesperrt. Weltweit heißt es dann weltweit gesperrt. Und bei denen, glaube ich, ist das so. Die kaufen für irgendwelche Compilations oder so, kaufen die Sachen auf und hauen die dann nochmal in ihre Filter rein, weil Facebook und so hat ja diese Filter und das könnt ihr ja selber verwalten. Die können da ja eigentlich reinmachen, was sie wollen. Und das Blöde ist, dass teilweise auch damit im Urheberrecht Schindluder getrieben wird. Aber das ist, glaube ich, eine... Hätte damit rechnen können. Ja, das wäre vielleicht mal ein Thema für den Late-Night-Talk. Ich mache ja ab und zu, habe ich vor, so einen Late-Night-Talk zu machen. Da könnte man das Thema mal näher beleuchten. Ja. Geil, wir haben jetzt eine Viertelstunde schon gequatscht und jetzt ist die Platte zu Ende. Die wunderbare ja, Cold Strobe Light Network von 1995. Meine sieht halt so aus. Die ist bemalt, die ist bekritzelt. Ich habe am Anfang, keine Ahnung. Ihr, oder? Ja, das war ich in meinen jungen Jahren. Ich glaube, du kennst es ja vielleicht, wenn du digital Musik spielst, dann hast du ja die Möglichkeit, so bei Traktor zum Beispiel, so Sterne zu vergeben. Und dann kannst du ja selber damit dir irgendwie eine Info geben, hey, wie geil ist der Track. Und du hast es einfach direkt mit Edding gemacht. Ja, ich habe auf meinen Platten manchmal Smileys drauf gemalt. Ja, also hier so, gerade bei so Weißmustern habe ich so in die Mitte so ein Smiley mit irgendwas gemalt, wo der dann entsprechend, wie das Gesicht dann war, wusste ich dann ungefähr so, was für eine Art von Mucke da drauf ist. Weil ich habe es immer ganz schwer mit Namen gehabt. Ich konnte mir am Anfang nie die Namen merken und habe dann halt eher so mit grafischen Elementen vom Cover gearbeitet oder ich habe halt selber was drauf geschrieben. Weiß ich, wie geht's dir? Du spielst komplett digital? Das war, nee, ich spiele mit, also ich habe auch, ich habe vielleicht so 10 Platten, das sind alles immer so Sachen. Jetzt, letztens habe ich ja den Thomas P. Heckmann und den The Horrorist gefahren nach Stuttgart ins Lehmann. Da zum Beispiel hat mir der Thomas eine Platte von sich mitgegeben. Und so haben sich irgendwie über die Jahre ganz viele Platten halt bei mir angehäuft, so 10, 15 Stück oder so, die ich alle mal so über Umwege bekommen habe. Und deswegen so, wenn ich mit Platten spiele, ist es, die 15 Platten kann ich super spielen, aber auch einfach nur so, ist halt so, irgendwann hat man auch jeden Übergang schon irgendwie mal 1000-mal gemacht. Und halt das hat mich zum Beispiel bei CD-Playern am Anfang immer genervt, weil ich auch das Problem habe, irgendwie, da hast du dann 800 Tracks dabei, du weißt, die sind alle cool, ja, aber irgendwie Das Einzige, so, woran du dich orientieren kannst, ist so die Geschwindigkeit und die Tonalität der Tracks. Und immer dieses ständig reinladen, kurz warten, bis es geladen ist, vorspulen, reinhören, nochmal vorspulen, nee, doch nicht, nächsten raussuchen, ist halt, das hat mich am Anfang tierisch genervt, aber auf der anderen Seite, und das ist halt, wenn du mit einem Controller spielst, kannst du halt viel, viel schneller halt durchskippen, kannst reinladen, reinhören, geht halt viel schneller alles. Also, aber wir haben es ja früher mit Vinyl genauso gemacht. Ich habe ja auch ständig, als ich noch mit Vinyl gespielt habe, auch immer wieder eine Platte rausgeholt, raufgelegt, reingehört und gesagt, okay, passt jetzt nicht, wieder zurück, wieder die nächste raus. Also vom Prinzip her ist es dasselbe. Es funktioniert. Ja, aber ich finde, aber halt beim Controller, glaube ich, kann man es am schnellsten durchskippen. Ja, ja. Bei CD-Player dann langsam und habe halt natürlich am langsamsten Vinyl. Und nee, deswegen, ich fand es im Umkehrschluss für mich schön dann, dass es mich dazu gezwungen hat, mich mehr mit meiner Musik auseinanderzusetzen. Also mit den Titeln und sowas. Und es hat mich aber zu Ordnung gezwungen und dass ich jetzt halt mit viel mehr Ordnern arbeite und alles viel besser sortiert habe, dass ich viel besser weiß, wie man etwas, wo ich etwas hinzuordnen habe. Und das ist halt die coole Sache daran. Aber allgemein am Anfang fand ich es furchtbar, super nervig. Hast du dir auch, also bei mir ist es ja so, dass ich jetzt gar nicht irgendwie nach Genre gehe, weil die Genres, die mir zum Beispiel auf Beatport angeboten werden, die sind ja teilweise so weit weg von dem, was die Musik eigentlich wirklich ist. Bei mir ist es so, dass ich meinen Ordnern eigene Genrenamen gebe, die irgendwie, die es nicht gibt, aber die für mich eine Aussagekraft haben. Ja? Also es gibt zum Beispiel einen Ordner bei mir, der heißt Deep UK. Und da ist so Zeugs drin, was ich noch von der Machart her, so wie die alten John Dickweed-Sachen oder Nick Warren und sowas, so Bedrock, die frühen Sachen, so in der Richtung. Und da weiß ich, okay, da ist so ein Sound drin. Machst du das auch so? Hast du auch so Fantasie? Ich muss ganz ehrlich sagen, so, also meine Grundbibliothek auf Recordbox ist ganz furchtbar. Es ist eigentlich quasi nur eine Playlist mit 1500 Tracks. Und grob sortiert habe ich sie halt nochmal als Ordner auf meinem Laptop. Und zwar, da habe ich es immer, ich habe immer Ordner mit Kaufdaten. Weil ich weiß immer so ungefähr so, ich habe den Track zusammen mit dem Track gekauft, nach dem Track habe ich schon mal gesucht. Das ist der 13.1. so, weil ich kaufe so einmal im Monat kaufe ich mir halt so Tracks so. Und da mache ich die dann immer in den Ordner rein. Da kann ich dann immer genau sagen, so, doch, das war Anfang des Jahres. Und dann, bevor ich im Club auflege, mache ich mir dann eben noch mal eine spezielle Playlist. Nur halt mit Tracks, die ich dann mit in den Club nehmen will. Und da habe ich dann so irgendwie 300, 400 Tracks dann dabei. Und die habe ich dann auch mir aber schon so, in der ich sortiere mich dann auch immer schon so von dem, meistens immer von der Tonalität her, weil daran kann ich immer gut orientieren, ob jetzt ein Track eher deep ist oder ein bisschen mehr four to the floor. Und meistens sortiere ich die dann immer einfach so erst oben die deeperen, unten die ein bisschen vorwärtsigeren. Ja, das Wort gibt's bestimmt. Ja, ich einfach, das ist schon so. Jetzt und gibt's das Wort. So mache ich es dann immer. Ja, ich glaube, das macht auch jeder individuell, so wie jeder früher auch seine Platten. Ich kenne ja ganz viele DJs von früher, die haben mit so kleinen Punkten gearbeitet, so bunte Punkte und haben dann diese Punkte auf Stellen markiert auf der Platte? Das auch, ja. Gut, das machen ja die Hip-Hopper vor allem, wenn sie scratchen, damit sie wissen, wo sie die Nadel hinsetzen müssen. Aber nee, auch im Techno-Bereich. Aber die haben das dann aufs Cover geklebt. Und dann haben die durch die Punkte irgendwie sich orientiert, welches Genre das ist. Manchmal haben sie die BPM-Zahlen noch mit reingeschrieben. Das kenne ich auch noch so von ganz früher. Ich glaube, da organisiert sich echt jeder selber irgendwie. Ich finde es so schön, diesen, ich saß da vor ein paar Monaten mit dem I Hate Models und mit dem Per Weg, bevor wir im MTW gespielt haben, saßen wir beim Essen und es war halt so witzig, einfach auf der einen Seite Per Grindweg, der darüber erzählt hat, wie er mit Musik angefangen hat, mit in Plattenladen gehen und diggen und das sind alles so schön ästhetische Geschichten halt. Und dann hat er so, ja, und bei euch beiden? Ja, und der eine und ich haben uns angeguckt, so, naja, wir haben angefangen mit uns illegal Musik auf YouTube runterladen, schlechteste Qualität, mit einem Controller für 130 € und haben uns halt wie die Größten gefühlt und haben damit halt auf irgendwelchen Open Airs gespielt. Und dann irgendwann haben wir uns halt so weiterentwickelt. Aber von der ganzen jüngeren Generation, so die ganzen Geschichten sind alle, klingen alle einfach so wack und so läppisch einfach. Und deswegen so, ich liebe so Geschichten zu hören. Ja, und da habe ich dann meine Sachen auf der Platte gemalt oder sowas. Sowas würde ich mir am liebsten ausdenken für mich. So, ja, ich habe vor 30 Jahren angefangen, da habe ich auch meine Kassetten, habe ich noch die Kassetten selber zusammengeschraubt, die ich im Club gespielt habe. Oh ja, Kassettenzeit. Ai, ai, ai. Sag mal, du hattest auch schon mal ein bisschen was produziert gehabt. Zumindest hattest du manchmal so Bootlegs rausgehauen. Ne? Genau, also ich habe auch noch richtige Releases, aber richtige Releases, also qualitativ gute Releases. Nicht so Sachen wie mein Stoff- und Schnaps-Bootleg auf YouTube oder auch noch auf Soundcloud. Irgendwie in der Woche hören es immer noch 100 Leute und ich frage mich so, der Zug ist doch abgefahren. Also ich höre ja auch nicht Last Christmas im Januar oder so. Das ist so. Aber gut, freue mich ja, wenn Leute meine Musik hören. Aber das ist halt alles noch so im Minimal gewesen, von dem ich ja jetzt seit einem Jahr ungefähr größtenteils weg bin und mich jetzt wirklich Richtung Techno orientiere. Und ich merke halt selber, dass so, es hat so lange gebraucht, bis ich bei Minimal an einem Punkt war, etwas releasen zu können. Das kam dann bei New Styles raus. Aber bei Techno sind halt sind die Jungs, wo auch der Anal und der Toni Thorn, genau. Jetzt auch der Timo Mandel, Ziel 100, genau. Und, ja, schöne Grüße an den Matthias. Hallo, Tobias. Und auf jeden Fall war dann jetzt halt mit Techno ist halt irgendwie meine sind meine Ansprüche nochmal, oder ganz andersrum, nicht meine auch meine Ansprüche, aber auch mein ganzes, ich muss alles wieder von vorne lernen halt. Und da bin ich noch lange davon entfernt, so meinen Qualitätsansprüchen zufriedenzustellen, um da irgendwas zu releasen in Richtung Techno. Aber ja. Aber hey, das ist ja, da hat man wenigstens ein Ziel vor Augen, eine Aufgabe, der man sich widmen kann. Bei mir ist das ähnlich. Bei mir, alles, was ich anfange, wird immer sehr melancholisch und melodisch und klingt so ein bisschen nach 90er. Aber manchmal wird es auch mal was anderes, aber eher selten. Hast du diesen kleinen Track mal mitbekommen, den ich gemacht habe, mit diesem Stay the Fuck Home? Da haben wir, State of Fuck Home, nee, noch nicht. Ich kann mich nur erinnern, als ich bei dir im Radio war, da hast du mir 2 Tracks von dir mal gezeigt gehabt. Als Tracks, an denen State of Home nicht noch nicht. Ach so, das waren die etwas melodischen. Ich kann, den State of Fuck Home, nee, das war hier wegen Corona. Das war so am Anfang, warte mal, ich kann den mal ganz kurz mal hier reinmachen. Ey, das ist so verrückt, dass wenn man von Anfang von Corona einfach jetzt schon so von damals spricht. Ey, das ist jetzt alle so Ewigkeiten weg an. Weißt du noch damals, als die Clubs noch offen hatten? Ah ja, als wir uns noch verabreden konnten. Damals. Aber ich würde so viel nichts auf gleich, weil ich mir drüber geschrieben habe. So ganz furchtbar. Ich finde ihn gar nicht. Scheiße. Egal. Ihr könnt kreativ damit umgehen. Die Nakadia hat auch so einen Corona-Track produziert, einfach nur so sich selber reingesampelt. Ja. Und finde ich schön. So, das sind so die aufmunternden, schönen Sachen. Oh, deine Kamera. Warte. Okay, jetzt ist gleich wieder da. Ey, diese warte mal, ich hab's ja hier auf meinem Kanal, da kann ich es hier mal von ganz kurz mal hier zack, da so, mein YouTube-Kanal, warte mal, da ein bisschen Werbung für meinen YouTube-Kanal, könnt ihr mal rein, und zwar hier, da ist es, nein, der soll das jetzt abspielen, da ist der verkommen. Das ist auch wirklich nur so 1,5 Minuten, mehr ist das nicht. Das 1,5 Minuten irgendwie einfach mal, ich habe eigentlich noch nie Techno gemacht, bei mir wird alles eher so ein bisschen Trance-mäßig, und das war aber jetzt mal so Richtung Techno, und ich wollte es einfach machen, weil das gerade die Diskussion war, dass die Leute so, wir wollen aber Party machen, weißt du, es war so kurz bevor sie den Lockdown gemacht haben und jeder irgendwie am Rummosern war. Und ich habe gesagt, oh, Alter, geht mir nicht auf den Sack, das ist wichtig. Und dann habe ich diesen Track gemacht. Und das Witzige ist, das war meine Stimme. Ich habe die selbst gemacht. Also echt? Ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Das ist so geil, was du mit den richtigen Plugins machen kannst. Das ist total abgefahren, ey. Richtig nice. Hast du denn eigentlich irgendwas geplant, dass du jetzt... oh nee, ich mache... also ich muss ja sagen, es geht mir im Moment... Wie sehr mich mein ganzer Lebensstil, dieses ganze Jahr Musik machen und wie sehr mich das immer wirklich so in meinem Alltag auch runtergezogen hat, merke ich jetzt erst, wo meine ganzen Ängste weg sind, weil ich habe mir halt immer dieses, ja, ich verdiene jetzt vielleicht Geld X im Monat, aber das reicht doch nicht dafür, vielleicht eine Familie zu gründen oder vielleicht mal die Eltern zu unterstützen, wenn sie mal krank werden oder sowas. Und wie sieht es denn aus? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wird es in einem Jahr besser? Wird es in 2 Jahren, in 5 Jahren besser? Und das sind halt dadurch auch als Künstler, als selbstständiger Künstler ist es halt so schwer, den richtigen Weg zu sehen oder es gibt gar keine Anzeichen, ob du vielleicht in 5 Jahren jetzt da bist, wo du hin willst oder nicht. Und diese ganzen Ängste, die ich irgendwie die ganzen letzten Jahre hatte, sind jetzt halt wirklich wie weggeblasen, weil sogar wenn ich wollte, könnte ich jetzt nichts fürs Auflegen tun. Also im Sinne von irgendwie mich um Gigs kümmern oder sowas. Es gibt jetzt gerade gar keine Referenzen so. Ich kann sehen, nicht 10 Leute, die 30 Gigs im Monat haben oder 10 Gigs im Monat haben. 30 Gigs im Monat, alter Falter. Das wäre schon wow. So, und ich sehe halt irgendwie so viele Leute, die so irgendwie super viel Gigs haben und dann vergleiche ich sie mit mir so und dann, sowas gibt's halt alles im Moment nicht so. Die ganze Szene steht still und es geht mir super gut, ja, ich glaub, damit. Weil der Druck weg ist. Du hast keinen Druck mehr. Ja, total. Und halt, ich gehört halt auch zu den glücklichen Leuten, die jetzt halt auch wirklich einfach zurück zu den Eltern gehen konnten. Ja. Und ich jetzt halt hier, ich stehe jeden Morgen auf, ich mache 2 Stunden Sport, ich setze mich danach an die Musik, ernähre mich gesund und wenn in 3 Monaten da... Und wenn in 3 Monaten oder 3, 6 und 12, weißt du, wann alles wieder cool ist, kann man mich als Türsteher buchen so, weil ich ja dann so richtig. Also du arbeitest schon an einer neuen Karriere praktisch. Ja, genau, auf jeden Fall. Die Unterhaltung mit dir als Türsteher an der Tür, die würde ich ja gern erleben. Das könnte sehr witzig werden. Also dann pack mal aus, was ist dein bester Witz? Ja, ich glaube, ich sag mal so, diese Entschleunigung, so nennt man es ja momentan, ne, diese Entschleunigung, die tut uns ja gerade allen gut. Und vorhin hatte gerade auch jemand hier geschrieben, was wir, Gedanken über die Frankfurter Techno-Szene rausballern, ob wir die rausballern können. Das ist, glaube ich, ein zu umfangreiches Thema. Aber was wir, glaube ich, sagen können, ist, dass diese Entschleunigung momentan vielleicht doch ganz gut ist. Erstens, dass vielleicht wir auch mal wieder einen Schritt zurückgehen können, weil ich finde so, wir haben... Also zumindest das, was ich jetzt hier in Frankfurt die letzten Jahre mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob sich das in Berlin anders anfühlt, aber Frankfurt ist halt sehr klein. Wir haben eine sehr kleine Szene und jeder kennt irgendwie die paar Veranstalter, die es da gibt und irgendwie. Naja, und ich fand halt, dass wir irgendwie in so einem Wettbewerb alle irgendwie auf einmal standen, weil jeder machte dann einen auf höher, schneller, weiter. Und das spiegelt ja das wieder, was auch draußen auf den Festivals zum Beispiel passiert und generell. Und kein Support mehr untereinander und mehr Ellbogen. Ja. Ja. Jeder ist wieder so mehr die Ellenbogen raus. Das war vor Jahren nicht so. Da hat man noch mehr an einen Strang gezogen. Mittlerweile ist jeder so ein bisschen wieder so, konzentriert sich sehr auf sich und macht auch weniger mit anderen zusammen, ist so mein Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, und alle haben auch irgendwie auch so ein bisschen so Existenzängste, jetzt auch schon vor Corona so, bevor drüber gesprochen wird, wie man sich vielleicht unterstützen kann, dann immer erstmal so geht's, oh ja, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben und sowas. Und ja, hat sich schon alles viel mehr in dieses Egomanische entwickelt und nicht mehr in die so Community-Spirit halt einfach. Apropos Community, hier, ich bin ja gerade dabei, auch eine neue Techno-Community aufzubauen. Ja. Die Techno-Animals, da könnt ihr gerne mal reinschnuppern. Wir sind in der Open Beta. Das heißt, das ist noch so ein bisschen die halbe Testphase, aber es läuft wunderbar. Könnt ihr mich auch gerne direkt mal hinzufügen? Genau, da bist du ja auch schon angemeldet. Und dort habe ich so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht wieder so ein bisschen was aufzubauen, was abseits von diesen Social-Media-Kanälen stattfindet und wo man vielleicht auch wieder ein bisschen so ja, so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl aufbauen kann mit den Leuten. Das, also ich finde halt, ist sehr schade, dass... Und wo die Monetarisierung viel günstiger ist als auf Facebook. Ja, wenn es mal eine gibt, dann auf jeden Fall. Aber erstmal ist es wichtig, dass das Ganze da überhaupt läuft. Ich habe eigentlich auch keinen Bock, da groß Werbung zu schalten. Nee, ach, war ein Spaß, aber genau das, glaube ich, jetzt im Moment ja genau von anderen Sachen ab. Man muss ja immer bedenken, sowas ist ja, also ich meine, da ist ein Server dahinter, das kostet Geld, die Software kostet Geld. Stimmt, irgendwann muss ich mir da auch Gedanken machen, wie ich das wieder refinanziere. Momentan ist mir erstmal nur wichtig, dass das Ding funktioniert. Ich habe mir 2 Jahre gegeben und in 2 Jahren muss da so einigermaßen ein bisschen eine Community gewachsen sein, wo die Leute regelmäßig online kommen, sich miteinander austauschen. Also schaut mal rein, ihr, die ihr bockig seid und elektronische Musik mögt. Technoanimals.de, neue Community. Ach, ich mag deine Einspieler, die sehen richtig professionell aus. Das habe ich jetzt gemerkt, so, als ich gestreamt habe, so, warum kommt denn da nichts auf, wenn ich dir follow, warum das nicht? Und ich sitze hier und gucke immer noch, warum kein Mikrofon angeschlossen ist und merke, dass irgendwie die externe Soundkarte fehlt oder sowas. Und man komplett überfordert mit dem ganzen Leben. Ja. Deswegen schön, das hier bei dir zu sehen, mit den ganzen Einspielern. Ich meine, ich habe ja jetzt genug Zeit. Ich habe mich damit jetzt ausführlich beschäftigt und habe auch diese ganzen Dinger gebastelt und bin auch noch für andere Leute da dran, was in der Richtung zu machen, aber das verrate ich jetzt nicht, wer das ist. Ja, ey, wir quatschen schon hier, das geht rasant schnell mit dir, man muss ja sagen, also... Aber das sagt mein Ex auch immer. Um Antworten bist du auf keinen Fall verlegen, das ist, aber das war mir schon klar, das wusste ich, ich kenne dich ja schon eine Weile und deine Art und ich finde Ewigkeiten schon einfach. Ja, wir haben uns irgendwann mal, glaube ich, erinnere mich noch, das war so an der Anfangszeit. Das war bei Happy Dance Friends. Ja, und einmal hast du mich auf der Snow, auf dem Feldberg abgegriffen und sagst, hey Grille, hier, ich bin's, der Key. Und ich wusste aber damals gar nicht so, wo ich dich hinstecken sollte, weil ich das mit den Namen am Anfang nicht drauf habe. Es dauert bei mir ewig, bis ich die Leute mit den Namen und den Gesichtern in Verbindung bringe und habe dann halt irgendwie lieb, hey, Gute, alles so, weißt du? Aber ich wusste, so, wer war denn das jetzt? Okay. Das ist... Heute ignoriert er mich, wenn wir uns sehen, so, bitte nicht ansprechen, bitte nicht ansprechen. Was ich auch mega krass finde, da war mal, kam einer im U damals auf mich zu und sagte so, ey, Grille, kennst du mich noch? Kennst du mich noch? Ich so, wir haben mal vor 5 Jahren auf dem Hessentag miteinander geredet. Du bist mir hinten in den Schuh reingelaufen. Dafür wollte ich nur mal sagen, du bist ein Arschloch. Aber das Geile war, ich wusste dann, wer das war. Ich wusste dann, Jan, mit dem Typen habe ich geredet. Ja, weil das war irgendwo auf dem Hessentag. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da war das Zelt schon halb leer. Das war so am Ende. Ja, und wir standen da ganz hinten irgendwo. Und da hat er mich angequatscht, weil er mich erkannt hat. Und dann wusste ich es wieder. Aber das fand ich auch irgendwie schräg, weißt du. Aber Hessentag, ja, Pfungstadt. Ui, 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 ui. Zimmer werden hier vermietet. Ja, tatsächlich. Nächstes Jahr ist der Hessentag hier im Good Old Pfungstadt. Pfungstadt Bier, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Pfungstadt Bier. Aber es gibt ja keine Club-Night mehr. Ja, aber das ist Pfungstadt. Das ist das Krasseste, was hier irgendwie in den letzten 25 Jahren passiert ist. Nimmst dir doch, red's mir doch nicht blöd. Red's mir doch nicht blöd. Aber was ich sagen wollte, wegen jemand, der dich angesprochen hat, und du auf dem Schlauch standest, ich war jetzt letztens in Berlin feiern. Verrückt, ich war in Berlin feiern, kommt vor. Und da kam ein Mädel zu mir und meinte, wir kennen uns doch. Und ich so, ja, kann sein. Wusste dann, dass ich im Juni Geburtstag habe und wusste, dass ich mit S anfange. Und da kam dann raus, wir haben irgendwie vor 4 Jahren bin ich mal, über meinen Vater kann ich ja Standby fliegen. Und sie ist Flugbegleiterin gewesen. Und wir sind irgendwie an einem Tag, ich kann dann immer nur mitfliegen, wenn Platz auf dem Flieger ist. Und wenn nicht, probiere ich den eine Stunde später. Und ich saß mit ihr einfach 8 Stunden in Frankfurt von 9 Uhr morgens bis 16 Uhr saßen wir da und haben irgendwie miteinander gequatscht. Sie wollte in die Schweiz, ich wollte nach Berlin. Und da haben wir uns kennengelernt. Und danach, wir haben nichts ausgetauscht. Wir haben nicht miteinander, wir haben uns einfach nie wieder gesehen. So. Und die wohnt in der Schweiz einfach. Und war dann in Berlin zu Besuch bei irgendwie einem Kumpel und war da feiern. Und wusste einfach noch, wusste nicht, wie ich heiße, aber wusste, dass ich im Juni Geburtstag habe. Und hat sich tierisch gefreut, mich zu sehen. Hat mich auch direkt wiedererkannt. So. Und da habe ich auch gedacht, so, verdammt. Weißt du, wir hatten noch das so, ey, wir können uns doch nicht mal irgendwelche Tracknamen merken. Ja, Moment. Aber da muss man natürlich auch sagen, wir beschäftigen uns ja auch ständig mit Hunderten von Namen von Künstlern und Tracks, also und sie hat halt. Ja, aber so Leute, die ich kennenlerne, so, also, weiß so, das ist so, ich finde, es ist Oh, ich finde es erstaunlich, wie gut da manche Leute drauf sind bei Gesichter und Namen merkt man sowas so. Und ich habe auf meinen Schuhen steht links und rechts, so damit ich das nicht durcheinander bringe. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ah, herrlich, herrlich. Boah, ganz schön warm hier mit diesem Ding. Ja? Das ist, ich würde es immer noch von dem Schrecken, so dass hier einfach dieses Ding da runtergefallen ist. 15 Jahre hat es gute Dienste geleistet so, und genau jetzt muss es mich bloßstellen, der Wichser. Ja. Wir haben doch recht gut durchgehalten. Wir haben immer noch, bei mir zumindest im Stream sind jetzt gerade noch, jetzt immer bei 32 Leuten. Hat jemand vielleicht noch irgendeine Frage an den Key? Möchte vielleicht jemand ein paar, paar intime Details wissen? Dann haut mal hier in den Chat rein, falls ihr da bockig seid. Alles gut, Papa. Ich habe ihm gesagt, ich heiße so nicht. Alles gut, Papa. Nicht noch ein Schuh. Nicht noch ein Schuh. Der K. Oh, sorry. Ey, das ist aber auch, ey. Ich meine, wir sind nun mal des Englischen mächtig und ja, ey, alles gut. Ich fand so witzig, auch nach der Radioshow hat mein Vater extra nochmal zu mir gesagt, so, oh ja, der Grille, das ist ja ein lieber Typ und so, aber jetzt stell dir mal vor, du wirst durch die Radioshow weltbekannt und auf einmal kennen alle nur Seyed Key so. Und wer ist Seyed Key so? Nein, das ist richtig so. Sag den Leuten, wie du richtig heißt. Ja, aber alles gut. Aber dasselbe ist ja auch immer, ich habe mich ja auch jahrelang gefragt, ob man es bei Paul van Dyck oder Paul van Dijk ausspricht. Ja. Kennst du das YouTube-Video mit Berliner DJ-Namen falsch ausgesprochen? Oh, ich glaube ja, aber schon Van Duck. Eminem. Richardo Vanilla Bulbusch. FD-Man. Cool. Naja, gut. So, Fragen scheint keiner zu haben, aber zumindest. Ich finde es super cool, wie viele Leute mir geschrieben haben wegen dem Link. Das könnt ihr alle, schicke ich euch allen gern den Link zu dieser Liste mit den ganzen Facebook, mit den ganzen Berghain-Tracks. Ja. Ich guck gerade bei mir, weil auf dem Rechner irgendwie der Chat lebt nicht so gut. Er sucht ihn auf Facebook. Ich guck mal gerade deine Adresse, die hole ich mir gerade mal hier. Drachenlord, Adresse gelegt, morgen stehen sie vor meiner Tür. Oh, Drachenlord. Kommt doch, Schauerberg 18. Ey, das ist, ich glaube, Drachenlord-Memes kann ich hier gar nicht bringen, weil das kennt keiner. Das, außer du jetzt. Du bist informiert. Ja, also, schade. Ich finde, das sind Sachen, die sollten mehr gespreadet werden. Aber ich bin ja in dieser YouTube, sagen wir mal, in dieser YouTube-Bubble, da halte ich mich ja so ein bisschen auf. Also ich informiere mich immer ganz gut über diverse Kanäle und so. Warte mal, ich hau jetzt erstmal hier deine Facebook-Seite rein, dann könnt ihr dem Guten folgen. Lasst ihm ein Abo da. Nee, ein Like ist ja bei Facebook. Ja. Ich finde es immer ganz interessant, was auf YouTube abgeht, wobei das auch teilweise wirklich sehr erschreckend ist, was da abgeht. Also da sind ja Leute unterwegs, alter Falter. Katja Kasavitsch. Aber fangen wir da nicht an. Ich sehe gerade bei unserer Umfrage, ist noch ein bisschen was passiert. Und zwar ist jetzt mit dieser DJ im Autokino-Geschichte sind wir jetzt bei 43% sagen, coole Sache und 57% sagen, meh. Also es scheint ja doch Hashtag so, Team 57%. Ja, ich auch. Also ich kann damit auch nichts anfangen. Aber ist interessant. Also scheint es die Leute vielleicht doch. Ich meine, das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber wir haben insgesamt mitgemacht, dass man hochrechnen 50. Irgendwo sitzt so Bill Gates und guckt so, okay, warte mal, hier ist eine Umfrage in dem Stream. Sehr gut. Leute, wir schwitzen jetzt in Autokinos. 50, 60, so 65 ungefähr haben mitgemacht. Das ist ja schon okay. 65 Leute, die eine Meinung haben, das ist ja schon gut. Und scheinbar ist es so, wie sagt man, die Leute sind geteilter Meinung. Ja, polarisierend. Ja, genau, polarisierend, genau. Also die Hälfte kann man sagen, so nicht ganz die Hälfte findet es, also 40% ungefähr und 60%, 40 sagen ja, 60 ungefähr, ne. Aber mal gucken, vielleicht. Ich sag's dir, wenn die Umfrage noch ein bisschen mehr in eine andere Richtung geht, nächste Woche Grille Back-to-Back Seyed Key im Autokino. Hey, mal gucken, vielleicht sollte ich jede Sendung so eine Live-Umfrage machen. Wird die Umfrage auf allen Seiten angezeigt? Das weiß ich gar nicht. Ist die bei dir auf der Seite, Key? Key? Ist sie da auch zu sehen? Aber hast du gehört? Alles gut, alles gut. Nimm mich schon zurück. Ja, nee, die ist bei mir auch direkt. Also ich gucke bei mir über den Stream und da kam die auch direkt, ja. Sehr gut. Das heißt, man kann hier wirklich Umfragen stellen und das kommt dann auch auf den jeweiligen Seiten online. Also Florian, Cross-Posting funktioniert auch mit den Umfragen. Mega geil. Da können wir ja jetzt jedes Mal hier voll die gute Dinger raushauen, Umfragen raus. Da muss ich mir mal ein paar Sachen überlegen hier. Ja, ja, die Leute, die beim Seyed geguckt haben, die haben es auch gesehen. Ja. Ja, man muss ja sagen, es gibt hier immer diese blöde Verzögerung, so 10, 15, 20 Sekunden ungefähr, kommt hin. Ne? Zwischen Facebook und uns, meinst du? Ja, und dann dauert das natürlich, bis die Leute im Chat reagieren. Da muss man immer gucken. Bei Twitch ist es ein bisschen besser. Da geht es ein bisschen schneller. Ja, so, ich würde sagen, wir haben echt, wir könnten eigentlich noch weitermachen, aber wir sind jetzt schon bei, warte mal, wo steht denn die Uhrzeit? Wir sind 1 Stunde und... Ich sag, gib uns noch 1 Monat Isolation und dann kommen die ersten 48 Stunden Dauer-Bubble-Talks mit Grille und Seyed. Isolation wird es besser aus uns rausholen, auf jeden Fall. Ja, der Florian schreibt gerade, tatsächlich ist es bescheuert, dass die Kommentare separat sind. Das ist wohl in der Tat so, da gebe ich dir recht. Ja. Weil diese, das sind bei mir auch andere als die du mal vorliest. Ja, genau. Du hast dann komplett, du hast deine Leute von deiner Seite und ich sehe die von wobei jetzt gerade sehe ich, weil du mich ja kurzzeitig freigeschaltet hast, hey Key, hier bist ja geilste, irgendwas stand da gerade. Das sehe ich. Ja, das war ich, sorry. Ich mal gucken, ich meine Ashley. Ach ja, diese Ashley-Geschichte, das ist ja auch, Alter, da gibt es ja echt Leute, die raffen es nicht. Das ist ja, das ist Wahnsinn, ey. Wie Leute mich dann erst anschreiben. Wollen wir es aufklären, damit die Leute, die jetzt nicht wissen, um was es geht, verstehen? Oder willst du lieber... Ashley ist meine große Flamme. Ist ja witzig, es hat ja alles halt damit angefangen, dass einmal ich irgendwie vor Ewigkeiten was mit einem Mädel hatte und die wollte mit mir in eine Facebook-Beziehung gehen. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich dem jetzt irgendwie entgehen kann. Und habe mir dann das war der Megan Fox-Account, habe mir den dann gemacht. Und habe dann gesagt, oh, guck mal, jetzt habe ich den so witzig gemacht. Ich habe schon irgendwie 64 Bilder innerhalb von einer Nacht, ey. 64 Bilder bearbeitet, wo wir alle beide voll süß zusammen sind. So, das kann ich jetzt. Ich kann den Beziehungsstatus jetzt nicht löschen. Guck mal, ich habe mir voll viel Mühe gegeben mit dem Account. Und dann hat sie jetzt irgendwie eingebürgert, sondern sie dann seit danach war ich mit Emma dem Schwein zusammen, das ist der Facebook-Account von dem Hausschwein, von einem Kumpel, einfach ein süßes Hausschwein. What? Ja, ja. Und jetzt kam einfach meine große Liebe, die Ashley. Ja. Aber ich glaube, es ist so, die Leute sind eher verwirrt, weil mein aktuelles Profilbild auf Facebook so komplett bescheuert ist. Und bis sie den Zusammenhang mit Ashleys Profilbild erkennen. Wobei ich ja sagen muss, also was mir manchmal auffällt, das ist manchmal bei Paaren so, die man sieht, dass die sich ganz schön stark ähneln und ich dann immer denke, boah, die sind bestimmt Bruder und Schwester. Die fusionieren das mal so ein bisschen, ja. Ja, aber dann knutschen die sich und dann ist so, okay, die sind keine Bruder und Schwester. Und das ist manchmal voll krass. Es gibt echt so Paare, die sehen sich so ähnlich und das ist ja bei dir und echt nicht genauso. Ja, Wahnsinn, ja. Warum? Ich glaub, aber das ist schön so, wenn man sich selber an jemanden sieht, so, du, endlich eine vernünftige Person, so, und ja, es ist selben Interessen. Super. Ist halt, und halt, ich würde sie ja gerne mitnehmen zum Feiern immer. Sie ist einfach super schüchtern. Und nachdem ich bei Megan Fox das Problem hatte, dass sie so ein bisschen an meinem Erfolg hochgezogen hat und sich dann irgendwann noch nicht mehr gemeldet hat, bin ich jetzt froh, dass ich da eine etwas bodenständigere habe mit Ashley. Ja, ich glaube, die Leute sind jetzt so ein bisschen verwirrt, weil sie nicht genau wissen, was es ist. 10 Viewer verloren, 10 Freundschaftsanfragen weg. Aber ja, vielleicht guckt ihr einfach mal bei ihm, wer diese Ashley ist, und dann versteht ihr das vielleicht auch. Es gibt ja durchaus Leute, die es nicht kapieren, und das finde ich immer sehr witzig. Naja, aber du bist halt auch ein kleiner Schelm, ja, und bist immer für einen Spaß zu haben, und ich finde es auch geil, dass du hier diesen Spaß mitgemacht hast. Ich würde auch sagen, das müssen wir unbedingt wiederholen. Vielleicht können wir auch mal in Late-Night-Talk machen zu einem Thema, weil ich glaube, du wärst ein guter Gesprächspartner für viele Themen. Ja, keine Ahnung, viel Meinung. Ich kann auf jeden Fall, dafür stehe ich mit meinem Namen, Seyed Key. Mega geil. Ich bin der Meinung, es sollten viel mehr Leute so sich selber nicht so ernst nehmen, so wie du das machst. Ja, ich meine, du nimmst die Sachen. Ich nehme sie ja auch nicht ernst, so. Können Sie ruhig am Anfang selber sich ernst nehmen. Ich meine, du machst ja die Sachen, die machst du ja mit Hand und Fuß. Es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie Larifari machst. Aber du hast einen Humor und lässt den auch immer raus. Und es gibt so viele Leute da draußen, die laufen so zerknittert durchs Leben und so bierernst und die können überhaupt nicht über sich selber lachen und naja, gut, das sind aber meistens auch dann so Leute, die posten den ganzen Tag nur Scheißdreck. So deprimierende Bill Gates Sachen oder sowas. Da wundert mich das auch nicht. Aber bei den DJs gibt es auch viele, die nicht über sich selber lachen können. Aber ja, das ist aber ein anderes Thema. Da wollen wir auch keine Namen nennen. Ja, ich find, wir wollen hier Love spreaden und kein Hate. Ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du so bist, wie du bist. Ich finde es auf jeden Fall auch cool, dass du hier die Show machst. Das ist super cool. Ist ja, also ich habe es eigentlich schon beworben mit so, meiner Meinung nach, die erste gute Late-Night-Show seit TV Total mal wieder. Super, und jetzt, ich habe jetzt auch mal drauf geachtet, was du gemeint hast. Das ist ja tatsächlich so, Fernsehen ist ja komplette Flaute. Es kommt, überleg dir mal, auf Sky kommt Harry Potter einfach. Ja. Wie verzweifelt kann ein Sender sein? Wie wenig Content kann ein Sender liefern? Da bin ich schon, dass ich jetzt einfach mit Harry Potter anfangen. Ja, also ich mag diese Late-Night-Formate aus Amerika, die mag ich total. Und ich war auch jahrelang Harald Schmidt-Fan. Ich maße mir überhaupt nicht an, in diese Richtung gehen zu wollen, weil das, was ich hier mache, ist ein absoluter billiger Abklatsch. Aber ich denke mir so, für ein bisschen Unterhaltung und auch, wo man vielleicht dann auch mal ein ernstes Thema anspricht, wie mit diesem blöden Verschwörungsgeschwurbel, wo man das vielleicht auch auf eine witzige Art manchmal ein bisschen aufbereitet oder zumindest ein bisschen auch aufklärerisch ist. Da denke ich mir, hey, wir haben das Internet für genau diesen kreativen Stuff. Also dann sollten wir es auch mehr für kreative Sachen nutzen und nicht immer nur, dass wir andere kopieren und irgendwie, ja. Was wir vor uns auch hatten. Und ist es ja dann auch so die Ziel, die, weil du meintest, so, du willst ja gar nicht jetzt irgendwie mit Harald Schmidt oder so was vergleichen, aber es ist ja auch gar nicht so, die Ansprüche, die wir jetzt hier in unseren Dimensionen an uns setzen, so wenn ich jetzt irgendwie auf Twitch streame oder du hier eine Late-Night-Show machst, man will ja auch gar nicht, es hat ja weder jeden kommerziellen Hintergrund, noch will man damit viral gehen oder sowas. Es geht um die Leute, die es interessiert, gucken, die Leute, die auch dann so die Zielgruppe, die haben dran Spaß und man ist ja schon glücklich so. Jetzt gucken wir uns an, 30, 40 Views oder sowas. Leute haben Spaß, ja. Wir haben Spaß. Wie viel hast du bei dir jetzt im Stream? Wie viel sind es da? Hier sind es 25. Okay, bei mir sind es jetzt auch gerade noch 36. Also da haben wir ja doch, das ist schon cool. Also, oh, tut mir leid. Ich hau das ja dann noch mal Werbung für meinen YouTube-Kanal. Da kommt das Ganze noch mal hochgeladen im Laufe des Tages von morgen. Das Ganze auch in HD-Qualität, weil hier auf Facebook wird stark komprimiert teilweise. Das sieht nicht so toll aus. Und auf YouTube kann man es ja dann auch, wenn man so einen Fernseher hat, der YouTube-App hat, da kann man das noch mal schön auf dem Fernseher gucken. Das macht ja auch mehr Spaß dann irgendwie nochmal, da sieht man auch die ganzen Kleinigkeiten hier in den Videos besser. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt auf dem Handy gucken oder so. Bei mir sind es 38, höre ich gerade hier aus meinem Chat, aber hey, auch mein Facebook irgendwie, hast du es auch, die Facebook, sorry, ganz kurz, Facebook-Browser, dass er jetzt irgendwie dir am PC eine neue Version gegeben hat? Dass jetzt der Facebook auf dem Desktop total anders aussieht? Ach, die wollten ein neues Design ausrollen. Aber das ja, bei mir haben sie ein neues Design gemacht und haben es jetzt schon direkt durchgeführt und ist jetzt irgendwie alles... Meine ganzen Anzeigen hier stimmen nicht, weil jetzt hier werden mir jetzt gerade irgendwie 20 Leute angezeigt beim Live-Ding. Ja. Aber mein Chat hat mich korrigiert. Danke, Chat. Also der Florian meint, die Viewer-Zahlen werden kumuliert. Das glaube ich aber nicht so ganz, weil wir auch schon das letzte Mal beim Frank andere Zahlen dann hatten. Also das passt nicht ganz so. Ich glaube, jeder Stream bekommt seine Viewer von seiner Seite angezeigt. Also ich glaube nicht, dass ich die komplett zusammengerechnet Ansgar ist bekommen. Dabei. Hi, ja. Ansgar. Oh, schöne Grüße. Jetzt kann die Party losgehen. Da oben noch ein Kommentar zu Harald Schmidt. Ja, der hatte auch 50 Leute als Team. Verglichen dazu burnt das hier extrem. Ja, vielen Dank, Alex. Ein mega geiles Kompliment. Sau nice. Vor allen Dingen, am Anfang bin ich immer mega aufgeregt. Das ist wie, wenn ich irgendwie irgendwo in einem großen Club spiele, nach einem DJ, der irgendwie schon das Warm-up gemacht hat oder so. Da habe ich dann auch noch so Herzklopfen. Und hier ist es auch noch am Anfang so. Bei der allerersten Sendung war es am allerschlimmsten. Das war richtig krass. Jetzt geht es so ein bisschen. Ich muss es aber noch ein bisschen in den Griff kriegen, weil ich vergesse dann am Anfang immer so Sachen, die ich mir zurechtgelegt habe. Ich habe ja schon jetzt hier so ein bisschen mir so ein paar Notizen gemacht, aber gerade dann so Formulierungen oder wichtige Sachen, auf die ich hinweisen will, die gehen mir manchmal flöten und das ärgert mich. Ich bin da voll bei dir, weil ich hatte ja auch einmal dieses Seminar gemacht beim Hassan über Social Media Management. Ja. Und ich erinnere mich im MTV hinten in der Lounge. Genau. Und weißt du, so irgendwie, ich glaube, in der Schule sind meine ganzen Referate immer nur so gut gelaufen, weil es mir einfach egal war, was ich für eine Note bekommen habe. So. Und deswegen konnte ich dann da ganz lässig halt erzählen, dass ich keine Ahnung habe. Note wurde natürlich eben nicht besser, aber es war wenigstens souverän. Und deswegen dachte ich, hatte ich so mit diesem Feeling bin ich da reingegangen und dachte dann so, ja, jetzt bin ich ja sogar vorbereitet, was soll schief gehen? Und musste erstmal irgendwie 4 Wodka runterkippen, dass ich überhaupt das rausbekommen habe und musste dann erstmal 4 Minuten lang oder 4 Mal aufs Klo gehen. So, das war auf jeden Fall, halt auch die Hälfte vergessen, das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Also habe ich auch tierisch für mich selber geärgert. Also ich gucke... Also ich bin auf jeden Fall bei dir so. Ja, wenn du Wodka brauchst, bring ich dir gern vorbei. Der Florian schreibt gerade, er hätte jetzt gerade mal beide Streams aufgemacht und die Anzahl der Viewer wäre identisch. Das kann ich aber nicht bestätigen. Ich habe hier jetzt mittlerweile 3 verschiedene Zahlen. Ich mache nochmal einen Reload. Und bei mir steht immer noch 22, also weißt du, dass 22 bestimmt auf jeden Fall nicht stimmt. Ja, also mir zeigt dann nämlich bei dir, warte mal, 35, jetzt mache ich bei mir nochmal, mal gucken, ob es jetzt, okay, 34, okay, vielleicht stimmt es ja doch. Und hier jetzt fühle ich mich wieder Seehofer. Internet ist für mich Neuland. Okay, könnte doch sein, dass er recht hat. Okay, dann kriege ich hier die kumulierten. Also du hast ja jetzt auch 35, 34? Das sind halt noch die Rätsel dieser ganzen Plattform hier. Ich finde halt, dass YouTube, was das Streaming angeht, noch ein bisschen an ein paar Ecken arbeiten muss, damit das noch besser Ja, und super untransparent ist irgendwie gefühlt. Jedes Mal verändert sich irgendwas und es gibt keine Möglichkeit, sich zu informieren, weil man nie weiß, wie aktuell die Informationen sind. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ich hatte jetzt die letzten Videos hochgeladen bei mir auf YouTube. Und da kumuliert sich das dann auch nochmal. Also die haben jetzt so im Schnitt irgendwas zwischen 50 bis 100 Klicks. Die allererste Sendung hat sogar 200 mittlerweile. Und da kommt halt auch nochmal ein bisschen was zusammen. Das wird sich dann immer so auch ein bisschen läppern dann mit der Zeit. Weil wenn es einem gefällt, dann guckt er auch in die anderen Sendungen rein. Also ich kenne das zumindest, bei mir ist es so, dass wenn mir ein Format gefällt oder irgendein Kanal auf YouTube, dann gucke ich auf jeden Fall in die anderen Videos auch mal rein. Aber ich glaube, genau den Leuten wird es im Moment super schwer gemacht. Das ist mir auch aufgefallen. Ich höre viele Podcasts und vor allem die so einmal die Woche rauskommen. Ey, es tut sich im Moment halt einfach so viel. Und dann hörst du dir mal einen blöden Podcast von vor 2 Wochen an und wo noch irgendwie, es heißt so, ja, verrückt so, und die ersten Bundesländer haben jetzt Ausgangssperre und dann reden sie 1 Stunde lang darüber, über irgendein Corona-Thema, so was jetzt schon wieder damals, was ich jetzt schon wieder als damals beschreiben würde, so, ja, die ersten Clubs werden dicht gemacht, so verrückt, so, boah, damals, wisst ihr noch, ey. Und deswegen so, ich glaube, jetzt gerade ist eine furchtbare Zeit für Leute, die sowas nachhören wollen, so, weil sich einfach wirklich ja jede Woche was anderes tut. Das hier wird ganz kurz in meinem Chat gerade diskutiert, so, ja, also die Kommentare gehen getrennt, die bei mir kommentieren, die kann ich auch lesen, Julian, Gilberto und sowas. Und nur genau das ist die Trennung. Und das mit den Zahlen scheint wirklich zu stimmen, dass das wohl wirklich kumuliert ist auf allen. Und man muss halt nur dann entsprechend gucken, dass man das hier mal aktualisiert, weil das mit der Aktualisierung nicht immer sofort das anzeigt. Aber das stimmt jetzt, das scheint wohl eine Anzahl zu sein. Da sind wir auf jeden Fall besser mit den Views als mancher Wohnzimmer-DJ momentan. Da muss man ja wirklich sagen, durch das Überangebot sind ja ab und zu mal ein paar Leute dabei, die haben es halt, die machen es vor 2 Leuten dann. Eine davon ist die Freundin. Ja. Und das andere ist dann die Mutter, also genauso wie bei mir, wenn ich Twitch streame. Ja, aber so ist es halt. Wenn man Überangebot hat, die Leute können halt nicht überall sein. Insofern, ich bin schon sehr dankbar, wie das hier funktioniert und das war hier auch schon mittlerweile. Ich habe so ein paar Leute, die auf jeden Fall jeden Dienstag jetzt schon dabei sind. Vielleicht mache ich auch mal so Sondersendungen am Wochenende, solange die Clubs noch zu haben. Und die Kamera, die will schon wieder nicht. Und da ist auf jeden Fall, man kann hier noch sau viel machen. Also gerade dadurch, dass ja auch, guck mal, du sitzt jetzt in Berlin. Das letzte Mal der Frank Witter. Nee, Pfungstadt sind sie jetzt. Pfungstadt. Aber der Frank. Fast dasselbe, ich verwechsel's auch immer. Größe, Leute, Pfungstadt, Berlin, Aber der Frank Witter, ne, der war ja in den Niederlanden, ne? Und so kann man sich auch international verknüpfen. Wer weiß, ich kenne auch noch ein paar Leute in der Schweiz. Vielleicht kann man die auch mal hier connecten und da kann man sich so ein bisschen auch übergreifend. Ja. Wenn man jetzt schon mal die Möglichkeit hat, logisch. Ja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt mal genug gebabbelt. Wir sind jetzt schon bei fast 2 Stunden. Das ist ein neuer Rekord, mein Bester. Also wir haben so viel, haben wir noch nicht mal gebabbelt, als ich hier 3 Leute dabei hatte. Ich hatte ja auch die Sendung mit Peter Latino, Schnick S. und Tom Schön, was auch sehr lustig war. Hast du die gesehen? Nee, ich habe die mit dem Flo nur gesehen. Guck dir die bitte mal an mit Peter und Tom und dem Schnickes. Und zwar, ich sag dir jetzt mal ein Stichwort. U60 318. Okay, gut. Und das wird mein Running Gag, denn ich muss mindestens einmal in der Sendung U60318 erwähnen und das habe ich jetzt hier damit getan. Und, ganz subtil, ganz subtil. Und wer es jetzt nicht verstanden hat, der geht bei mir auf die YouTube-Seite und guckt sich die Sendung mit dem Tom Schön, dem Schnick S. und dem Peter Latino an. Da ist was drin, was damit zu tun hat. Auch sehr witzig, sehr witzig. Ja, mega geil, dass das hier mit dir geklappt hat. Wir werden auf jeden Fall, ich guck mal, dass wir noch mal irgendwie in einem anderen Format zusammenkommen, weil das ist echt sau witzig. Und da schaue ich mal. Vielleicht machen wir doch mal demnächst noch einen Late-Night-Talk zu einem Thema. Müssen wir mal gucken, was die Leute interessieren könnte. Ich hatte ja schon einen Late-Night-Talk gemacht. Da ging es ja um, wie es mit der Club-Szene und den ganzen Gedöns weitergeht. Das war kurz bevor die Regierung gesagt hatte, dass die Großveranstaltungen bis 31.08. verboten sind. Und wir haben mit dem, was wir dort analysiert hatten, ich hatte den Klaus Bosser zu Gast vom Clubs am Main, der ja sehr gut vernetzt ist mit Livecom und Clubkommission und so, das ist auch so in Berlin und so. Da haben wir sehr gut mit dem, was wir dort analysiert haben und praktisch, wo wir so ein bisschen rumgesponnen haben, wie geht das weiter, da haben wir sehr gut gelegen. Also wir hatten da auch eigentlich recht gehabt mit dem, was dann verkündet worden ist. Das wird dir mit mir auf jeden Fall nicht passieren. Aber ich werde trotzdem sehr viel Meinung haben, ja. Ja, hey, gut, man muss ja auch nicht immer die Zukunft voraussagen oder so. Das ist, dann kommen da wieder Leute, die fangen dich an anzuhimmeln und dann wirst du irgendwie ein Heiliger und dann wird's ganz kritisch. Ja, dann kommen die ganzen Stalker, die wollen dann kommen die Verschwörungstheorien wieder. Ja, Covid rückwärts heißt Seyed Key, verrückt, wer das gedacht. Oh mein Gott. Hast du das eigentlich mitbekommen? Ich wollte das eigentlich am Anfang in der Sendung noch mit reinbringen. Beim Thema Verschwörungstheorien und so. Ist eigentlich was anderes. Hast du das mitbekommen, dass eine Heidelberger Rechtsanwältin, die hatte eine Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht, einen Eilantrag auf Aufhebung der Maßnahmen in den Bundesländern, also Aufhebung der Corona-Maßnahmen, also diese... Ich glaube, ich habe es mitbekommen, weil mir der Beitrag, sie hat ihren blöden Beitrag gesponsert und hat Leute gesucht, die sich irgendwie in der Klage beteiligen wollen und die Kommentare darunter waren nur fertig gemacht und nur blöd angemacht und sowas, weil sie den Beitrag gesponsert hat und ich den überall online auf Facebook gesehen habe. Das Ding ist, sie hat also diesen Eilantrag gestellt und hat damit auch auf jeden Fall so ein paar von diesen Verschwurbelten angezogen, die das befürworten worden, weil ja es einige Leute... Du machst bald ein Lied darüber. Weil einige ja jetzt sagen, hier werden unsere Freiheitsrechte eingeschränkt und Diktatur und da drehen ja völlig Leute am Rad. Und diese Rechtsanwältin, Beate B. heißt sie, so wie sie in seriösen Medien auch genannt wird, ne, Beate B. wurde dann auf einer Autobahn aufgegriffen von der Polizei, weil sie dort völlig verwirrt irgendwelche Autofahrer angehalten hatte, und irgendwas berichtete von wegen, sie wird von Killern verfolgt. Und die haben sie dann aufgegriffen dort, weil sie angerufen worden sind und haben sie mitgenommen in eine Klinik. In der Klinik hat man sie dann begutachtet und dann hat man gesagt, man soll sie erstmal zur psychiatrischen Beobachtung in eine Psychiatrie stecken. Und aus dieser Geschichte wurde dann, dass es hieß, hier Meinungsdiktatur, man kann hier nicht seine Meinung sagen, jetzt werden die Corona-Gegner schon weg. Du wirst in die Klapse gesteckt, wenn du sagst, dass du dagegen bist. Ja, witzig, ich habe das ist witzig, weil ich habe die Story mitbekommen, dass halt irgendwie Leute Sachen geteilt haben, von wegen eine kam in die Klapse, weil sie angeblich sowas dagegen gesagt hat. Und ich habe mitbekommen, dass sie davor ich wusste gar nicht, dass die beiden Geschichten zusammenhängen, dass sie vors Gerichtshof gegangen ist. Ach, wie witzig. Mein Gott, was ist... Das Ding ist, dass das halt diese ganzen Verschwurbelten, das ist mein neues Lieblingswort, wie man merkt, die Verschwurbelten und die Aluhutträger, die haben natürlich diese Geschichte aufgegriffen und haben daraus einen mega Aufriss gemacht, dass man also jetzt hier praktisch die Leute wegsperrt, die sich gegen diese Maßnahmen der Regierung stellen. Und dass es ja hier nicht mehr möglich ist, irgendwie seine Meinung zu sagen und hin und her. Aber was die natürlich alle nicht erwähnt haben, ist die ganze Geschichte darum. Und sie haben auch nicht erwähnt, dass die Gute innerhalb kürzester Zeit auch wieder aus der Psychiatrie raus war, ne? Und sie dort auch nicht festgehalten wird oder so. völlig absurd, was hier teilweise... Meinungsfreiheit hört da auf, wo ich beim Lesen mein rechtes Auge einen Zucken bekommt und meine Schläfe, meine Adern der Schläfe ganz böse anfängt zu pulsieren. So. Aber wie willst du solchen Leuten auch helfen? Sobald du die Leute aufklärst, löschen sie halt den Beitrag und teilen die nächste Scheiße halt wieder. Ja, du kannst aber mit manchen kannst du halt auch nicht diskutieren, weil du bist ja dann praktisch für die bist du ja dann der Feind, weil du ja ihre Meinungsfreiheit angreifst, weil du Schlafschaf. Ja, ich sag's halt nochmal, Fake News und verdrehte Fakten zu teilen, ist keine Meinungsfreiheit, sondern das ist schädlich für unsere Gesellschaft. Deswegen macht euch schlau, bevor ihr irgendwelchen Scheiß teilt. Es gibt mittlerweile mehrere Seiten, hier corrective.org, Tagesschau Faktenfinder und mimikama.at, wo man über solche Geschichten aufgeklärt wird. Und dann findet man vor allen Dingen auch die Quellen, wo dann wirklich die ganze Geschichte steht. Und nicht wie, auf diesen Verschwörungsseiten, wo nämlich die Quellen nie wirklich richtig gut verlinkt sind, sondern die verlinken dann immer eine andere Verschwörungsseite und dann tun die sich gegenseitig immer auf die Schulter klopfen. Ja, du hast so recht. Anonymous.ru beruft sich auf genau. russennews.de. So. Ja, das ist halt echt so. Ah. Naja, gut. So, unsere Umfrage ist noch ein bisschen gestiegen. Wir sind jetzt bei DJ im Autokino, coole Sache, 46% und bei Mäh 54%. Also es ist wirklich, wir sind immer noch eine Überzahl. Ja, aber es ist geteilte Meinung, kann man ganz klar sagen. Die Leute sind da sich sehr uneins. Ich bin gespannt, wie die Veranstaltung laufen wird, die da Big City Beats an Dingsbums, ich glaube in Nürnberg, sollte es stattfinden. Ob das ein Erfolg wird und was die Leute dazu sagen. Ich setze mich lieber dann hier von Rechner und spiele eine Runde Doom auf Twitch, ja, oder ich mache vielleicht auch wieder Babelst ein bisschen mit mir. Genau, oder ich babbel mit dir oder ich babbel mit jemand anders oder ich muss mit der Gassi auch Melodie gehen. Mit der Melodie Gassi gehen. Ja, geil, der Christian Reichert hier, schöne Grüße, Chris. Der schreibt auch hier 25 E-Bikes bei Edeka, diese ganzen Fake-Verlosungen, ja. Alter Falter. Kein Impressum, nichts, aber und dann vor allem ist die Standardargumentation, oh, es ist schon spät, es ist 0 Uhr, die argumentieren dann immer standardmäßig mit, naja, schaden kann's ja nicht. Ja, genau. Naja, nein, der verbreitet halt irgendeinen Blödsinn und mein Auge zuckt und meine Schläfe pulsiert so, doch, es kann was schaden, so, doch, doch. Das ist aber auch so, diese Diskussion um diese App für Corona, dass man über Bluetooth praktisch getrackt wird mit anderen und dann, wenn einer angesteckt wird, kann er das Bescheid geben und dann wird man, ja, dann kriegt man auch Bescheid, dass man dem irgendwie nahe gekommen ist. Und diese App wird ja so programmiert, dass praktisch die Privatsphäre gewahrt wird. Es werden ja keine persönlichen Daten übergeben, man kann nicht identifiziert werden, sondern es ist ja nur dazu da, um am Ende eine Nachricht zu bekommen, hey, du hattest dann und dann mit jemandem Kontakt, der Corona hatte. Und da regen sich ja jetzt viele auf und sagen ja auch, da wird jetzt hier die Überwachung eingeführt und hin und her. Aber weißt du, dann installieren die sich alle das scheiß TikTok, ja, wo der China-Staat... Oder irgendwelchen Facebook-Umfragen, mit welchen Promis siehst du am ähnlichsten? Ja, weißt du, bei TikTok ist halt China im Hintergrund und hat die Finger da drauf. Also ich weigere mich einfach, TikTok zu installieren. Ja? Aber ich glaube, so Sachen wie irgendwie eine App oder so, oder 5G-Strahlen, die sieht man nicht und so. Das ist alles halt einfach zu ungreifbar für die Leute halt. Und ich kann es nur gerade an der Stelle noch ganz kurz, was ganz interessant ist, nämlich woher dieser Hang zu Verschwörungstheorien kommt. Das ist ja evolutionsbedingt, warum Menschen zu Verschwörungstheorien neigen. Und zwar muss er vorstellen, der Urzeit-Höhlenstein-Seyed läuft irgendwie gerade in der Abenddämmerung. Ganz kurz, warte. Ich habe nur ganz kurz den Jingle eingespielt, jetzt. Also läuft der Höhlenstein-Seyed läuft so zurück zu seiner Höhle, Abenddämmerung, die Sonne steht tief und ich sehe irgendwo in der Ecke einen Schatten. Und es war für mich dann, nicht für mich direkt, für Höhlenstein-Seyed war es dann wichtig, in der Situation vom Schlimmsten auszugehen. Ich bin mir zu 99% sicher, dass da dieser Schatten in der Ecke, dass es einfach nur ein blöder Baum ist. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Und deswegen war es für mich zum Überleben wichtig, zu denken, ich bin mir nicht sicher, das muss bestimmt ein Tiger sein. Deswegen gehe ich einen riesen Bogen um diesen Schatten. Und halt deswegen So, wenn auch, und deswegen sind es immer so ungreifbare Sachen wie flache Erde oder sowas. Da reicht es bei manchen Leuten schon, sie sitzen im Flugzeug, gucken aus dem Fenster und sehen keine Wölbung. Sie sehen halt das Grades. Und das reicht dann schon so verunsichern, dass sie halt dann sagen, und dann kommt halt noch dieser Confirmation Bias, Selbstbestätigungsfehler, googeln irgendwie nach Gründe, warum die Erde flach ist, und auf einmal denken sie, die ganze Welt bestätigt sie. Und das ist halt fand ich so interessant, dass halt alles so evolutionär halt sich erklären lässt, warum, sobald man sich irgendwie misstrauisch wird, Menschen dazu neigen, dann vom Schlimmsten auszugehen oder von alle lügen dich an oder sowas. Das ist ja immer das Maximale so. Ja, die NASA ist eine Erfindung von Bill Gates oder so. Das ist keiner, was er jetzt gerade das Nonplusultra ist. Bill Gates hat den Coronavirus gemacht. Ja, genau. Hat ihn gebaut. Und Corona hat die NASA entdeckt. Wobei aber wir kommen ja gar nicht zu Ende, merkst du das? Hast du das mitbekommen? Ich steige jetzt schon auf die 24-Stunden-Stream zu. Hast du das mitbekommen mit der Nachricht, dass die, und zwar, das war ganz kurios, also ich habe ganz am Anfang, als das mit Corona war, habe ich, glaube ich, auf Theopolis schon gelesen gehabt, das ist so eine Unterseite von golem.de, von heise.de, das ist eigentlich so IT-Kram und so, am Theopolis machen aber auch ein bisschen so gesellschaftsmäßig so Sachen. Und die hatten damals schon berichtet, dass Wissenschaftler eine Studie rausgegeben hatten, dass sie dieses Coronavirus untersucht hatten und da Dinge gefunden haben, ich kenne mich ja jetzt wissenschaftlich nicht aus, dass mit HIV-Viren in Verbindung steht, also dass da so eine Sequenz irgendwie drin ist oder so. Das ist dann irgendwie wieder verschwunden und hat niemand aufgegriffen. Und ich habe das die ganze Zeit im Kopf gehabt. Und dann wurde ja immer gesagt, hey, nee, man hätte das gecheckt, dieses Virus kann nicht aus dem Labor kommen. Und genau das, was ja die Verschwörungstheoretiker die ganze Zeit auch sagen, hey, das ist eine Biowaffe und so, das dreht sich gerade in den Mainstream-Medien, um es jetzt mal so zu sagen, also in den offiziellen Medien, weil jetzt vermehrt Wissenschaftler das weiter untersuchen und Bedenken angeben, dass wegen dieser Sequenz und wegen neuen Tests da eventuell was dran sein könnte. Das ist noch nicht spruchreif. Das ist also nur momentan so theoretisches Gebabbel. Da gibt es auch einen Artikel auf Theopolis, der jetzt ganz neu ist. Grille spreadet hier die aktuellsten Theorien. Und ich bin da sehr... Ja gut, es war sogar hier bei YouTube auf den Nachrichtenkanälen haben die sogar ganz kurz eine Meldung drüber gebracht, dass das gerade auch irgendwie in Amerika vom FBI irgendwie verfolgt wird, diese Aussagen, weil die ja jetzt sowieso China die Schuld geben, dass die dran schuld sind. Ne? Und, China-Virus. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, weil... Wenn das wirklich stimmt, dass es bewiesen wird, dass es wirklich so ist und das Ding kommt aus dem Labor, weißt du, was dann mit den Verschwörungstheoretikern los ist? Dann haben die ja das erste Mal einen Fall, der sich als wahr herausstellt. Da implodieren die doch, die doch. Ich glaube, das Problem ist ja, es ist ja ständig solche Sachen, die mal wahr sind, weil einfach so, ist ja genauso wie mit Simpsons. Oh, Simpsons predicted die Zukunft. Nein, Simpsons hat einfach schon jedes Szenario einfach in eine Folge verarbeitet. So, und dasselbe ist halt auch mit Verschwörungstheoretikern. So, Verschwörungstheoretiker haben auch schon alle Szenarien. So, und irgendwann passiert dann eine Sache und dann rasten alle komplett aus. So. Und klar, natürlich wird es auch irgendwann mal kommen, so dass irgendein Verschwörungstheoretiker auch irgendwann mal irgendwas richtig predicted hat. Aber gut, ist logisch, aber damit darf man die Leute nicht kommen. Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Downvotes auf meinem YouTube-Kanal, wenn ich das hier hochlade. Ja? Weil so viele Verschwörungsschlagwörter alle getriggert. Weil die Leute ziehst du dann an, wie die Scheiße fliegen und die sind halt dann, da wird immer alles gedownvotet. Ne? So, okay, ich denke mal, wir machen demnächst auf jeden Fall mal einen Late-Night-Talk, dann können wir vielleicht... Abbruch, nicht noch mehr Downvotes. Dann können wir vielleicht einfach mal über verschiedene Themen irgendwie machen und vielleicht machen wir auch einen Open Talk. Ich habe mir überlegt, so Leute auch in das Format reinzuholen, die dann sich entscheiden, jetzt, ich mag da gerne dabei sein, dann kann man ja mal gucken, was dabei rauskommt, vorausgesetzt, die haben halt Skype. So ein bisschen so wie, ist der Damian, gell? Ja, Domian, genau, bei Domian, da können die ja Leute Domian. Nur, dass wir das halt mit Gesicht machen und dann können die Leute, überlegen die sich, ob die solche Geschichten erzählen, von wegen, ich mache mir eine ganze Badewanne voll mit Map, ja, und mach da Schweinereien. Das nicht. So, gut. Jetzt zum Schluss habe ich immer noch, bevor es rausgeht. 6 Gesprächsthemen, bleib dran. Bevor es rausgeht, habe ich immer noch ein Goodie. Und zwar, ich muss mal gerade hier den Ordner wechseln. Ich habe immer noch so ein Gute-Nacht-Goodie. Ich habe immer so was Süßes, wo ich sage, jo, jetzt geht's ins Bettchen und dann suche ich mir immer was Süßes raus. Und heute habe ich so, ich sag mal, ich muss dich da wegklicken. Du kannst ja schon mal Tschö mit Ö sagen. Nee, du bist noch da, man sieht dich noch. Vielen Dank Man hört dich aber noch, wenn ich dich jetzt hier wegmache. Das ist schon mal, da kannst du auch was dazu sagen. So, zack, du bist jetzt weg, aber wir. Nee, Quatsch, man hört dich gar nicht mehr. Wieso bist denn du weg, wenn ich dich wegmache? Was ist denn das? Warte mal. Erweiterte Audio. Oh, das ist. Naja, okay, gut. So, also, jetzt das Gute Nacht, das Betthupferl. Und zwar habe ich hier wieder was Süßes, was. Wo habe ich es denn? Wo sind die denn? Ich habe das doch. Ach, da ist es doch. So, das da. Ah. Leute, damit sage ich vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid. Wenn ihr wollt, supportet mich. In den Links in der Beschreibung ist alles. Und ich werde auf jeden Fall noch die ganzen Links hier wegen Bill Gates Aufklärung und den ganzen Kram, haue ich alles noch hier mit rein. Könnt ihr dann selber nochmal nachlesen. Dann sage ich vielen Dank. Der Key, ich habe dich nochmal reingemacht, der Key sagt auch, danke, war so cool. Und bitte, mach mein Vater nicht so schwer. Okay. Ah, ich werde es noch schaffen. Okay. Vielleicht alles gut. Mein Papa hat eh auch irgendwann keinen Schuh mehr. Alles gut so. Also, macht's gut. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao.